Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen 8. Livestream und bei mir, auf der Seite, wie immer, der liebe David. Hi David. Hallihallo zusammen. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben die letzten 3 Stunden damit verbracht, uns inhaltlich über den Livestream zu unterhalten, uns ein bisschen vorzubereiten. Wir haben das Audio-Setup in allen Varianten getestet, weil dieses Mal haben wir wieder Ton, wir können wieder Musik hören, wir können wieder lustige Sachen machen. Das Einzige, was wir nicht getestet haben, ist das Intro-Video. Und als das gerade losging, mir sind die Ohren weggeflogen. Es war viel zu laut. Das ist dann der eine Punkt, den du vergisst. Naja, auf jeden Fall cool, dass ihr da seid. Und wir haben heute wieder ein paar lustige Sachen mit euch vor. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwie was kommentieren wollt, was wir so tun, dann macht das gerne, schreibt gerne jederzeit in den Live-Chat und wir versuchen auf eure Fragen, auf eure Anmerkungen und so weiter wie immer live und irgendwie en passant passend einzugehen. Und was haben wir heute vor? Wir wollen im Grunde genommen eigentlich da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben ja in der Vergangenheit, in den letzten, muss ich rechnen, von den 8 Lives, also heute ist der 8., da hatten wir 7 Livestreams, einer davon war mal zu Deno, aber dann waren es 6 Folgen, in denen wir das bis jetzt gemacht haben. Ja, glaube ich. Und 5 davon war ich, glaube ich, dabei. Ja, genau, da haben wir inzwischen schon vor Monaten angefangen, ein kleines Projekt zu bauen, wo man über TypeScript und Node.js, wo man Musik machen kann, vielleicht für die von euch, die frisch und neu dabei sind, wir können das auch einmal kurz mal einspielen. Beziehungsweise mal laufen lassen. Wir haben also hier ein kleines Projekt offen und Code zeigen wir nachher noch, kommen wir dann ja noch dazu. Aber wenn wir es einmal starten, aktuell passiert Folgendes, dass ich habe an meinem Rechner ein paar Synthesizer dranhängen, so ganz bisschen hier in der Ecke sieht man was davon. Da hinten sieht man auch so ein bisschen Klaviatur von einem. Und konkret ist das ein Roland System 8, das ist da hinten, das ist so ein virtueller analoger Synthesizer. Ich habe einen Drumcomputer hier neben mir, die TR-8. Ich habe 2 Basscomputer, zweimal die TB3, einer steht hier, einer steht noch da hinten. Und das MX-1 als Mischpult. Und das hängt jetzt alles am Rechner. Und ich habe ja beim letzten und vorletzten Mal schon gesagt, dass wir so ein bisschen mit dem Audio-Setup noch am Rumhantieren waren. Und das ist jetzt aber inzwischen alles endlich mal vernünftig eingerichtet. Es läuft alles. Das Rauschen ist, glaube ich, hoffentlich weg. Also von daher, vielleicht könnt ihr kurz mal auch in den Chat schreiben, so wie die Tonqualität von uns bei euch ankommt. Und das Schöne ist halt, wenn wir jetzt unser aktuelles Projekt starten, im aktuellen Stand, dann dauert das einen kleinen Augenblick, weil das MIDI-Interface initialisieren muss und dann kommt Musik. Also der bisherige Stand, also jetzt vom, genau, und das loopt jetzt endlos, geht jetzt immer so weiter. Das heißt, Im Übrigen muss man jetzt immer eine Sache dazu sagen, wir haben ja die gesamte letzte Folge damit verbracht zu refactoren und das Ding läuft, ohne einen einzigen Test, unser Refactoring war komplett erfolgreich, also wir haben es vorher in der Vorbereitung nicht so ganz glauben können, aber es ist tatsächlich so, also das war schon ziemlich gut. Ja, also ja, bin ich auch sehr happy mit. Und jetzt ist der Song, sofern man das Song nennen will, das ist jetzt noch nicht die Wahnsinnskomposition sozusagen. Also damit werden wir noch nicht irgendwie die Charts stürmen. Aber es ist eine Grundlage und das Wichtigste ist, wir kriegen vom Computer Töne in die Hardware rein. So, und ja, der Punkt ist jetzt einfach, das war ja in der Vergangenheit, das war ja beim letzten Mal das große Problem, weil da hat ja bei mir das Audio-Setup, weil das halt mitten im Umbau war, so gar nicht funktioniert, weil ich einen USB-C-Port zu wenig habe an meinem MacBook. Auch dafür hat sich inzwischen eine Lösung. Danke. Mal reicht's. Yeah! Habe ich auch gerade gelesen. Ja, das ist richtig. Das sind wir die Malle-Könige. Boah ja, ein Bierkönig. Unbedingt. Auf jeden Fall. Nee, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Wir haben beim letzten Mal, hast du angefangen, jetzt weiß ich auch nicht, was du sagen wolltest. Ach so, genau. Ein USB-C-Port zu wenig. Ah, ja, und deswegen konnten wir es letztes Mal nicht laufen lassen, weil ich das nicht alles so anschließen konnte, wie es sollte. Und das hat sich jetzt, wie gesagt, für dieses Mal erledigt. Jetzt geht der Audio, jetzt geht Audio wieder. Dafür ist, man sieht es an der komischen Beleuchtung bei mir. Bei mir ist eine Lichtquelle ausgefallen. Deswegen bin ich von hier sehr hell und von hier sehr dunkel. Und ja, da ist gerade ein bisschen der Wurm drin. Aber auch das wird sich wiedergeben. Und langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben es heute ans Laufen gebracht. Und letztes Mal mussten wir von daher halt auf Davids Rechner ausweichen, was den blöden Nachteil hatte, dass wir bei ihm es nicht mal laufen lassen konnten, testweise, weil das Ganze halt im Moment nur funktioniert, wenn die Hardware dranhängt. Und die steht halt bei mir und nicht bei David. Und das war halt so ein bisschen das Blöde, weswegen man beim letzten Mal so nichts wirklich gehört hat. Jetzt reden wir ja schon seit Monaten inzwischen drüber, also seit einigen Folgen drüber, dass es ja eigentlich cool wäre, das Ganze remote-fähig zu machen. Und da haben wir vorhin so ein bisschen den Nachmittag über, haben wir... Wir alle haben unsere Schattenseiten. Ja, auf jeden Fall. Das ist wohl so, ja. Ich kann auch ein bisschen Schatten machen. Sieht auf jeden Fall dann passend. Das ist weniger schattig, als ich jetzt dachte. Egal. Ja, also einen Schatten habe ich auf jeden Fall auch. Genau, und was wir uns jetzt halt überlegt haben, da haben wir uns halt den Nachmittag über Gedanken gemacht, wie könnte man das Ganze denn so umbauen, dass wir das Ganze vielleicht mal remote laufen lassen können, dass also David bei sich die Software ausführen kann und bei mir trotzdem Töne rauskommen. Dann ist die Hardware zwar immer noch nicht bei dir, aber wir könnten es zumindest mal verteilt machen. Und dann kann man ja potenziell auch mit mehreren Leuten, wir hatten ja auch beim letzten Mal schon so ein bisschen rumgesponnen, so in Richtung, dann könnte man ja auch ein HTTP-Interface machen und gemeinsam so übers Netz verteilt irgendwie kollaborativ Musik entwickeln und so weiter. Und damit wollen wir heute mal anfangen. Wir hatten ja eigentlich den Plan, dass wir heute uns mal um das Thema Testen etwas mehr kümmern wollten. Wir haben es tatsächlich vorgehabt. Wir haben aber in der Vorbereitung vorhin, haben uns so ein bisschen überlegt, ja, wie würden wir das denn testen? Was wollen wir denn eigentlich testen? Und haben dann dabei gemerkt, dass die Struktur noch gar nicht so ist, wie sie vielleicht sein sollte. Und dass wir an der Struktur vielleicht noch die eine oder andere Sache optimieren sollten. Und darüber kamen wir in eine ziemlich lange Diskussion, also ja, so war nochmal so alles einmal auf links krempeln. Und genau, wir haben aber ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und das spielt uns eigentlich sehr in die Hände. Und und von daher, das wollen wir heute machen. Und wenn es gut läuft, haben wir nachher die Möglichkeit, dass wir das Ganze von Davids Rechner auslaufen lassen können und trotzdem hören wir was, weil bei mir die Töne rauskommen. Genau. Und DJ Technostyler hat gerade noch geschrieben, das schreit ja nach WebRTC. Wäre eine Überlegung. Das könnte man so machen. Ja. Also da haben wir uns auch tatsächlich noch nicht so, wir haben auch gesagt, ja, so HTTP ist vielleicht so mit der Latenz und so vielleicht nicht das Beste. Auf der anderen Seite, man will es erstmal überhaupt ans Laufen kriegen, einfach halten. Müssen wir mal gucken. Und Kevin hat gerade noch gefragt, gibt es keine virtuellen Synthesizer? Doch, gibt es. Also es ist ja eigentlich inzwischen eher sogar die Ausnahme, dass du Hardware rumstehen hast. Das meiste ist ja tatsächlich rein als Software implementiert, so rein virtuelles Studio. Ich finde es aber zum einen schön, wenn man was hat, wo man tatsächlich noch Knöpfe drücken und also ansonsten alles, was virtuell ist und was sich virtualisieren lässt, bin ich sofort dabei. Bei Musikgeräten finde ich es schöner, wenn man was zum Anfassen hat. Punkt zwei ist aber, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt seit Neuestem? Näher kann ich es nicht sagen. Gibt es eine API für den Browser, die heißt Web Audio? Ja. Da kannst du, glaube ich, eher was zu erzählen als ich. Oh nee, ich habe nur davon gehört, dass es sie gibt. Okay. Deswegen hatte ich es vorher mal erwähnt, aber viel mehr dazu sagen kann ich auch nicht. Dann sage ich doch die drei Sätze, die ich dazu sagen kann. Also im Prinzip ist das eine API, die die Grundbausteine von Synthesizern, sowas wie Oszillatoren und Filter und so, als Softwaremodule in den Browser bringt und woraus du dir quasi deine eigenen komplexeren Synthesizer aufbauen kannst. Und Noah guckt sich das gerade an, spielt damit ein bisschen rum und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei, also Noah macht gerade überhaupt spannende Sachen so in Richtung auch Musiktheorie, Musikgenerierung und so. Das könnte irgendwann mal auch eine coole Sache werden, wenn wir das vielleicht mal zusammenwerfen. Das, was er gerade macht, das, was wir gerade machen, da könnten spannende Sachen draus entstehen.
Naja, also von daher, wir haben auch vorhin schon gesagt, ja, wenn man das Ganze jetzt remote ausführen kann, dann wäre ja zum Beispiel auch eine interessante Option, wenn man einen Software-Synthesizer hätte, dass zum Beispiel ein Rechner zentral die Musik sozusagen generiert, dass da die Songs generiert werden oder programmiert oder was auch immer und dass das dann aber übers Netz quasi auf viele verschiedene Systeme ausgespielt wird, die das dann jeweils lokal in Anführungszeichen rendern. Mhm. Und das heißt, alle würden zwar denselben Song hören, aber nicht notwendigerweise das gleiche. Andersrum. Alle würden den gleichen Song hören, aber nicht notwendigerweise denselben. Stimmt, ja, genau. So, ja. Und ja, also von daher müssen wir mal gucken, in welche Richtung das noch geht. Wir sind da ja immer noch am Anfang. So. Genau. Was wir uns überlegt haben, ist im Grunde genommen, wir haben ja beim letzten Mal viel aufgeräumt, viel refactored. Und wir haben aktuell, wir hatten hier so zwei Ordner, einmal MIDI, einmal Music. MIDI war eher so der technische Teil. Music ist eher so alles, was mit Songstrukturen und so zu tun hat. Mit Patterns, mit Tracks, mit Noten, mit Oktaven, Akkorde, solcher Krams. Das ist in Music. In MIDI sind halt so Sachen drin wie ein MIDI-Channel, eine MIDI-Verbindung, ein MIDI-Value. Im Prinzip alles, was mit MIDI anfängt. Und dann hatten wir noch hier Instruments. Und Instruments ist im Moment so ein Überbleibsel von früher. Das waren eigentlich mal die Treiber für die einzelnen Synthesizer. Und die sind inzwischen so ein bisschen, ja, die Klassen sehen nicht mehr ganz so toll aus. Die sind so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Entschuldigung, ich habe irgendwie schon den ganzen Tag so einen Frosch im Hals. Und wir haben uns vorhin überlegt, eigentlich haben wir bei dieser ganzen Konzeption von den Instrumenten einen ganz grundlegenden Fehler gemacht, weil wir immer gesagt haben, naja, ein Instrument ist halt quasi was, wo du halt sinngemäß Tasten hast, jetzt eine Klaviatur oder halt irgendwelche Drumpads oder sowas ähnliches, irgendeine Eingabemöglichkeit und das Ding hat einen Klangerzeuger und wenn du eine Taste drückst, kommt ein Ton raus. Und das ist eigentlich völliger Käse, weil das ist, klar, wenn ich mir jetzt ein klassisches Instrument anschaue, wie ein Klavier, eine Gitarre, eine Geige, eine Harfe, ein Flügel, was weiß ich was, ist das so. Ja, also ich gebe irgendeinen Input und es kommt irgendein Output. Bei einem Synthesizer ist das nicht notwendigerweise so. Das heißt, ich habe zwar eine Eingabemöglichkeit, aber es sagt ja niemand, dass auch die Ausgabe von dem gleichen Gerät kommen muss. Ich kann ja durchaus auf dem einen Gerät Noten einspielen und die Soundausgabe kommt von einem anderen Gerät. Also es ist auch gar nicht so unüblich. Viele zum Beispiel, die keinen Drumcomputer zur Verfügung haben oder nur einen virtuellen, dann gehst du halt hin und trommelst über die Klaviatur von deinem Keyboard, trommelst du einen Rhythmus ein. Das C ist dann halt die Bassdrum, das D ist die Snare Drum und so weiter. Das kannst du halt auf dem Drumcomputer mit den Pads machen, aber das kannst du halt auch über eine Klaviatur machen. Umgekehrt, jeder Schlagzeugklang in einem Drumcomputer hat intern einen Notenwert. Das heißt, auch wenn ich jetzt auf der TR-8 auf die Taste oder auf das Pad für Bassdrum drücke, dann wird da im Hintergrund eine Note generiert. Und diese Note, die müsste nicht zwingend von der TR-8 als Bassdrum oder als Snare-Drum oder als Hi-Hat wiedergegeben werden, sondern ich könnte theoretisch mit diesen Drum-Pad-Flächen könnte ich auch alle meine Endchen auf dem System 8 spielen. Das heißt also, Input und Output... Was ich übrigens sehr, sehr gerne sehen würde, Golo. Das ist jetzt nur halt gerade so nicht verkabelt, aber das kriegen wir hin. Cool. Nächster Livestream. Wer weiß. Ja, wir sind tatsächlich davon gar nicht so weit entfernt mehr. Wenn das stimmt. Und jetzt ist einfach unsere Überlegung gewesen, weil diese Instrumente, die waren halt bisher im Prinzip auch so ein... Naja, sie waren halt MIDI, weil diese ganze Output-Geschichte, wo Töne generiert werden, das ist MIDI. Aber sie waren halt irgendwie auch Music, weil es um Noten ging, um Akkorde, die du vielleicht greifst und ähnliches. Und da haben wir jetzt vorhin gesagt, eigentlich ist das totaler Quatsch. Eigentlich müssen wir das zweiteilen. Nämlich es gibt Instrumente, die als Eingabe dienen und die können sich unterscheiden. Die haben eine Klaviatur oder halt Drumpads oder ähnliches. Und dann gibt es Klangerzeuger. Und Klangerzeuger, die sind eigentlich alle standardisiert. Die sprechen nämlich das MIDI-Protokoll. Und die kriegen einfach gesagt, zu dem und dem Zeitpunkt die und die Note in der und der Höhe mit der und der Lautstärke für die und die Dauer abspielen. So, und je nachdem, was das halt dann ist, passiert halt irgendwas. Und genau da können wir eigentlich eine Trennung vornehmen, dass wir nämlich diese Instrumente zerlegen in einen MIDI-Teil, was sozusagen für die Klangerzeugung dient, und in einen Music-Teil, was eher so der dem Song-Arrangement, dem Pattern-Erzeugen dient. Und das Lustige ist, wenn wir das trennen, dann können wir nachher hingehen und können quasi die Patterns, die wir erzeugen, und jetzt kriege ich den Bogen zurück zum Anfang, können wir die Patterns, die wir erzeugen, die müssen wir dann ja nicht notwendigerweise an einen MIDI-Output schicken,
sondern die können wir zum Beispiel auch an einen HTTP-Output oder einen WebRTC-Output oder RAW-TCP oder sonst was schicken. Das heißt, wir können die erzeugten Noten und Patterns dann übers Netzwerk schicken und an einen Klangerzeuger schicken, der sonst wo steht. Der braucht halt einen passenden Gegenpol und schickt es dann von dort als MIDI auf die Instrumente. Und das ist die Idee, dass wir diese Trennung von den Instrumenten in Eingabe, Noten, Akkorde, musikalischen Teil und technischen Teil heute machen, mit dem Ziel, dass David nachher Noten erzeugen kann, aber die Töne kommen hier von mir. Das ist so das Ziel, wo wir am Ende des Tages hinwollen. Mhm. Das heißt, ich starte unseren Wahnsinns-Song nochmal. Und das heißt, wenn das jetzt nachher klappt, dann kann David die Anwendung ausführen. Und wir hören genau das Gleiche, nur dass es halt Ton kommt von meinem System, aber Steuerinformationen kommen von seinem System. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, wenn ich dann mal die Musik mache, weg vom Ballermann hin zur Elbphilharmonie oder sowas. Dann reicht es vielleicht nicht mehr nur für Malle. Kann ich jetzt eigentlich? Ja, also, ne, dann kommen wir mal weg von dem typischen Eurodance-Basisbeat halt zu. Jetzt können wir endlich dynamisch Musik machen. Genau. Wir können irgendwas eintrommeln. Okay, so. Super. Das konnten wir auch vor 6 Monaten schon. Aber jetzt können wir es. Klingt irgendwie wie das Spiel Extreme G, sagt DJ Techno Styler gerade. Kann ich nicht beurteilen, weil mir das Spiel nichts sagt. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass das so klingt oder einfach nur eine Feststellung. Aber egal, fangen wir mal an. Also, was wir vielleicht machen sollten, jetzt müssen wir uns überlegen, mit welchem Teil fangen wir an. Fangen wir mit dem technischen Teil an, wo wir irgendwie MIDI-Output generieren, oder fangen wir mit dem Pattern-Teil, mit dem musikalischen Teil an? Ich hätte eine Präferenz. Du auch? Ich hätte auch eine Präferenz. Ich würde mit dem musikalischen Teil anfangen. War klar. Du wolltest mit MIDI anfangen, lass mich raten. Klar, okay. Schnick, schnack, nein. Schnick, schnack, schnuck. Nein, lass uns mit dem musikalischen Teil anfangen. Okay. Ja, ich dachte, weil quasi das MIDI-Gedöns eher abhängt von dem musikalischen als andersrum. Deswegen dachte ich lieber erst den Kern und dann die Abhängigkeit machen. Okay, das Schöne ist, dass wir diesen Instruments-Ordner nachher eigentlich so nicht mehr brauchen. Das heißt, wir können hingehen und sagen, wir benennen den mal um in Instruments Old. Der fliegt nachher raus, den haben wir irgendwann nicht mehr. Mhm. Und DJ Techno Styler hat gerade noch aufgeklärt, das ist positiv. Weckt gute Erinnerungen. Das ist Dankeschön. Ambrosius Topo hat gerade noch geschrieben, okay, aber das Golo-Input-Interface hätten wir ja schon. Ja, das lässt sich nur so schlecht automatisiert testen. Da haben wir ein kleines Problem. Okay, also, das heißt, wir brauchen jetzt unter Music, machen wir einen Ordner Instruments? Ja. Das heißt, wir haben also hier einen Ordner Instruments und die Idee ist, dass wir jetzt quasi für jedes Instrument, was wir da so haben, zumindest für dessen Eingabemöglichkeiten, quasi hier eine entsprechende Klasse anlegen. Daran ändert sich ja erstmal nichts. Ja. Das heißt, weil wir jetzt die ganze Zeit vom Drumcomputer gesprochen haben, fangen wir mal mit dem Drumcomputer an. Das heißt, wir haben die TR8. Ich gucke ganz kurz mal hier oben in die Index rein. Ah ja, die können wir im Prinzip übernehmen, dass wir hier sagen, wir haben auch wieder eine Index TS, die dann die verschiedenen Instrumente exportiert. Da haben wir halt jetzt im Moment erstmal tatsächlich dann nur die TR8, aber das lässt sich ja dann noch entsprechend ändern. So, und dann haben wir hier eine Klasse TR8 und die exportieren wir. Und klar, hier muss irgendwas drinstehen nachher noch. Da fehlt noch ein Semikolon. Und jetzt müsste das hier hinhauen. Das passt. So. Und die TR8, da haben wir uns jetzt überlegt, im Grunde genommen von der Eingabemöglichkeit her. Das Ding hat jetzt ja keine Klaviatur, sondern das hat Pads für die verschiedenen Trommelklänge sozusagen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben Bassdrum, Snare Drum, Low, Mid und High Tom. Der Rimshot, der ist so leise. Und einen nicht funktionierenden Rimshot. Hört man nicht? Ah, jetzt hat man es. Das ist jetzt der Handclap.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nach Ripshot. Dann haben wir eine Hi-Hat, eine geschlossene und eine offene. Das ist, dein Klacken auf der Taste ist fast lauter als der Ton. Wir haben noch eine Crash-Cymbal und eine Ride-Cymbal. Ist auch sehr leise. Naja, das kriegen wir nachher noch lauter. Okay, so, und was wir uns überlegt haben, ist, jede dieser Trommelklänge sozusagen, der hat eine bestimmte Note, die im Hintergrund liegt. Ja. Also eine Bassdrum ist, glaube ich, eine C2. Das können wir aber nachher auch in der anderen TR-8-Klasse in der alten mal nachschauen. Und genau, da ist unheimlich viel Code drin, den wir vielleicht so gar nicht mehr brauchen. Und da hatten wir dann hier gesagt, wir haben hier zum Beispiel eine Bassdrum-Funktion und die liefert einfach den entsprechenden Noten- und den Oktavenwert zurück. Und das würden wir jetzt an dieser Stelle ganz genauso handhaben. Das heißt, ich schnippel mir das hier mal aus und schmeiß das hier einmal rein. So, damit das funktioniert, brauchen wir jetzt Note und Oktave. Das heißt, Note, das kommt aus Punkt, Punkt, Elements, weil das ist so ein Grundelement in der Musik, und die Oktave genauso. Das heißt, auch das, dann haben wir das soweit. Was ist hier noch das Problem? Unexpected class with only static properties. Gibt es das? Das ist auch das Schöne. Nee, das gibt's nicht. Kannst du da nicht auch einfach einen Object Singleton draus ballern? Eigentlich ja, das stimmt. Ah, endlich keine Klassen mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich jetzt. Lass es uns gerade erstmal lassen, das ist ja nachher einfach gemacht, ist das okay zu ändern. Ich frage mich gerade, ob wir für diese Noten-Oktaven-Kombi noch einen eigenen Typ generieren sollten. Weil ich finde, das sieht immer ein bisschen, ja, als Rückgabewert immer ein bisschen, naja, das aus. Stimmt, da war so ein bisschen das Problem, wie nennen wir das? Sowas in der Richtung hatten wir ja schon mal, was wir dann, glaube ich, Note Octave genannt hatten, in der Mangelung eines besseren Namens, was so ein bisschen lame irgendwie war. Und aber das können wir ja auch gleich dann in einem Rutsch ändern. Das heißt also, die Idee ist, dass wir jetzt erstmal diese ganzen Funktionen rausziehen, die tatsächlich einfach mal die Noteninformationen zurückliefern, was das jeweils ist. Das hatten wir halt, wie gesagt, alles schon. Und insofern geht das relativ simpel. Nicht wundern über die komische Reihenfolge. Das ist einfach die Reihenfolge, wie das auf dem Hardware-Device auch, wie die Tasten angeordnet sind. Und die Logik, wie das auf die Noten gemappt wird, das ist im General MIDI Standard enthalten. Der muss man auch nicht unbedingt folgen können, der Logik. Was ich mich auch gerade frage, aber das können wir auch gleich nochmal reflektieren. Ich meine, im Prinzip ist das ja nichts anderes als eine riesengroße Map, oder? Mit dem ganzen Static. Eigentlich ist es. Im Prinzip, ja. Könnte sich das auch als. Also, wir können es als Funktion lassen. Im Prinzip könnte man auch einfach eine große Map draus machen. Ich würde es als Funktion lassen, weil man vielleicht, jetzt nicht bei der TR8, aber vielleicht bei anderen Dingen, noch Parameter mit reingeben können will, die beeinflussen, was du zurückbekommst. Und eine Map ist halt sehr, die ist halt sehr static. Quasi. Ganz kurz, um die Frage zwischendurch zu beantworten. Frank hat gerade gefragt, wann, klar, dann klickt man auf den Falschen, wann gibt es eigentlich den nächsten Podcast? Demnächst. Wir haben für nächste Woche einen Termin, wo wir aufnehmen wollen, bis das Ganze dann richtig gemischt und gemastert ist. Dauert auch noch mal ein paar Tage, aber so Mitte Oktober, zweites Drittel im Oktober, sowas um den Dreh rum, sollte er kommen. Und Sam sagt gerade, einfach ein Object zurückgeben, wozu eine Million Methoden? Prinzipiell richtig, wie gesagt, also zum einen, damit man den Rückgabewert vielleicht noch mal beeinflussen kann an der Stelle. Aber das ist so, was werden wir nachher sehen. Also ich wäre jetzt vorsichtig quasi, weil das haben wir ja im Moment gerade schon mal, das funktioniert ja so, das wird ja auch an anderen Stellen verwendet. Von daher ist jetzt umzubauen, um es dann nachher wieder zurückzubauen, würde ich gerne einfach noch einen Augenblick warten, wobei ich nicht sagen will, dass das prinzipiell eine blöde Idee ist. Okay, damit haben wir im Prinzip den TR8-Teil. Der ist eigentlich jetzt relativ simpel. Was jetzt noch fehlt, sind die ganzen Möglichkeiten, die Trommeln zu stimmen. Also um das mal kurz zu zeigen. Wir haben zum Beispiel bei der Snare Drum gibt es die sogenannte Snappiness. Very snappy. Und da merkt man halt, der Klang ändert sich. Also das technisch gesehen unter der Snare ist so eine kleinere Trommel, ist auch nicht so hoch.
da ist eine Kette drunter gespannt und quasi wie straff die gespannt ist, das hat Einfluss darauf, wie sehr die Trommel scheppert und das ist genau diese Snappiness, die man da eben konfigurieren kann. Und das Ganze lässt sich dann jetzt zum Beispiel, gibt es hier also einen Controller, das ist die Nummer 26, intern in dem Gerät und den kann ich auf einen bestimmten Wert setzen, um dann eben diese Snappiness zu konfigurieren. Da gibt es halt pro Trommel so 2 bis 4 Werte, die ich konfigurieren kann und das muss man entsprechend halt im Hinterkopf behalten, dass die auch noch irgendwann hier mit rein, nee, nicht da, dass die auch hier irgendwann noch mit reingehören, aber auch das sparen wir uns jetzt für den Moment mal gerade. So, das Gleiche können wir im Grunde genommen machen für die TB3. Schon mal, also das ist ja erstmal relativ simpel. Jetzt ist bei der TB3 ist es so, dass die ja tatsächlich Noten von sich gibt. Das heißt, da haben wir keine Funktionen für verschiedene Drums, sondern das heißt, dieses Mapping ist bei der TB3 eigentlich ein bisschen witzlos, weil man bei der TB3 halt eigentlich nur eine Funktion hätte, sowas wie eine Note. Und die würde man jetzt parametrisieren, welche Note und welche Oktave will ich denn haben? Und dann kommt halt dieses Objekt hier zurück. Macht das Sinn, es trotzdem zu... Wie ist es denn gerade umgesetzt? Gerade ist es wie umgesetzt? Das ist eine gute Frage. Gerade ist es so... Ich such's gerade. Genau, gerade ist es so, wir haben hier, wir haben Cutoff und Resonance und ansonsten hat das Ding tatsächlich gar keine Funktion selber, weil das nämlich einfach vom Instrument von der Basisklasse die Play Note erbt, wo quasi die Logik drin steckt. Was ja aber eher das technische Note on, Note off ist und das braucht halt als Information, welche Note, welche Oktave mit welcher Anschlagstärke und welcher Länge. Ja. Insofern finde ich das. Das heißt aber doch im Grunde genommen, dass wir für die TB3, dass das ja als Eingabedevice relativ witzlos ist, dieses Gerät, weil es einfach eine Klaviatur darstellt, was halt Noten darstellt. Und eigentlich brauche ich diese spezialisierten Eingabegeräte ja nur für Dinge, die erstmal noch auf Noten mappen müssen. Ansonsten kann ich ja auch direkt mit den Noten und den Oktavwerten arbeiten. Ja. Oder? Außer halt mit der Konfiguration. Also wenn es um die Config dann nachher geht, dann spielt sie wahrscheinlich eine Rolle. Richtig, stimmt. Okay, dann aber ja. Vielleicht sollten wir dann bei der TR8 doch mal wenigstens 2, 3 Controller mit reinbringen, damit man mal sieht, wie das Ganze aussehen würde. Damit wir die Controller nicht so ganz außen vor lassen von Anfang an. Und Ambrosius, Topo hat gerade noch gefragt, was ist mit verschiedenen Soundsets bei den Klangerzeugern? Zum Beispiel die TR8 mit dem 808 oder dem 909 Drumset. Bleibt es beim MIDI Program Change oder wäre es eventuell geschickt, tatsächlich separate Instruments dafür zu haben? Ist auch eine berechtigte Frage. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also von daher ist es vielleicht gerade sogar noch ein bisschen früh, hier mit der TB3 schon anzufangen. Das heißt, ich nehme die noch, wobei, ich kann sie auch mal lassen, aber nicht immer gleich alles löschen. So, die TR8. Was ich auch hier auf jeden Fall weg kann, ist diese Index. Die brauchen wir nicht mehr. Diese Index hier brauchen wir definitiv nicht mehr. Da schon mal direkt ein bisschen ausdünnen, sozusagen. So. Was mir gerade noch auffällt, wir hatten hier Unterverzeichnisse für die Instrumente. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das können wir uns vielleicht sparen. Okay, also Bassdrum. Gucken wir mal die TR8 rein. Was kann ich denn mit der Bassdrum Lustiges anstellen? Da gibt es hier 4 Funktionen, die ich im Prinzip aufrufen kann. Die Stimmung der Bassdrum, also ob es eher höher oder eher tiefer sein soll. Wie stark die reinknallt, also den Attack. Dann wie lang sie nachklingt, also wie sie abklingt sozusagen. Ob das sehr, sehr schnell geht oder ob das eher so ein bisschen aushallt. Und den Kompressor quasi, wie viel Wumms sie sozusagen hat. So, und diese 4, da sieht man, das sind 4 verschiedene Controller. 20, 21, 23, 22. Und die schnippel ich jetzt mal hier aus und gehen wir mal hier rüber. Packen die mal hier zur Bassdrum dazu. Da ist es jetzt allerdings so, dass ich halt sagen würde,
das bauen wir genauso wie das hier, weil das ist jetzt so eine alte Funktion, die da direkt den CC-Wert an das MIDI-Device sendet. Das heißt, eigentlich sollte das Ding hier zurückgeben, auch so ein Objekt wie da oben, dass wir also einen bestimmten Controller haben, nämlich in dem Fall die 20, ja, und halt den Value dafür. Das ist der, der reingegeben wird, im Grunde genommen. Mhm. Und dass das jetzt tatsächlich dann an ein MIDI-Gerät gesendet wird, das passiert dann irgendwo anders. Hieße, wir haben hier als Return-Value einen Controller, das ist ein MIDI-Value, weil auch die Controller-Nummer zwischen 0 und 127 liegt. Und wir haben einen Value und auch das ist ein MIDI-Value. Und jetzt ist natürlich der berechtigte Punkt, also Punkt Nummer 1, ist natürlich ein bisschen blöd, in dem Music-Instruments-Ordner von irgendwas mit MIDI abzuhängen. Ja. Das ist so irgendwie... Ja, kann man jetzt, also okay, bei dem Value, da hatten wir vorhin eh schon drüber gesprochen, dass es also technisch diese ganzen Werte, die man an MIDI schicken kann oder die man per MIDI schicken kann, die sind generell zwischen 0 und 127. Aber es wäre in vielen Fällen praktischer, zum Beispiel mit Prozentwerten arbeiten zu können. Also ich denke selten, oh, lass uns die Resonanz auf 87 stellen oder auf 113, sondern du sagst eher, mach mal die Resonanz irgendwie so auf 75%. Ja, das ist irgendwie so. Und von daher ist das vielleicht ein Prozentwert. Prozentwert kann man nur schlecht über das Typsystem von TypeScript abbilden. Also wie du die MIDI-Values abgebildet hast. 0 bis 100. Ja, aber dann haben wir keine Kommazahlen. Ach so. Weil dann haben wir halt nur 100 skalare Schritte, aber wir haben halt keine Fließkomma-Werte dazwischen, wo... Was halt, ich meine, am Ende des Tages wird das Ganze ja sowieso auf die Range von 0 bis 127 umgerechnet. Aber wenn wir halt von 0 bis 100 die Prozent-Range auf 0 bis 127 umrechnen wollen, macht es halt schon einen Unterschied, ob wir halt Fließkommazahlen am Anfang haben oder halt Ganzzahlen. Von daher, weil die Range wird ja größer. Insofern wäre es halt schon schön, das auch ausnutzen zu können. Insofern ist das ein bisschen doof. Also, man könnte halt als einziges eine gute alte Factory-Function hernehmen und die Percents da nicht direkt reingeben, sondern eine Funktion schreiben, die halt nur Werte nur mal von 0 bis 100 akzeptiert und alles drüber schmeißt sie eine Exception. Finde ich gut. Das ist dann eigentlich was, ein Prozenttyp, der ist im Grunde genommen weder Music noch MIDI. Das wäre tatsächlich irgendwo außerhalb. Ja. Das ist eine Prozent-Library. Eigenes NPM-Paket, ich baue das schnell, werde ich reich. Also reich nicht, aber ich kriege bestimmt viele Hits. Du hast die immer Create irgendwas genannt, ne? Diese Factory Functions. Ja. Okay, dann sagen wir doch einfach Create Percent. Genau. Percent TS. Const Create Percent ist also eine Function. Die bekommt einen Value übergeben und das ist erstmal eine Number. Genau. Und die liefert eine Number zurück, weil ein Percent-Typ, wie gesagt, macht nicht so richtig Sinn. Ja, wobei, ja, das vermisse ich ein bisschen an TypeScript manchmal. Ich würde jetzt gern einen Typ anlegen, der zwar eine Number ist, aber der nicht, wenn ich irgendwo einfach nur eine Nummer durch die Gegend schmeiße, also dass da nicht die Interference passiert, sondern ich würde gerne erzwingen, dass ich immer durch diese Factory-Function gehen muss, wenn ich irgendwo das Percent übergeben will. Und das vermisse ich so ein bisschen. Also, dass ich jetzt hier sagen kann, ich mache einen Type-Percent, der wird nur von dieser Funktion zurückgegeben, kann ich nicht direkt initialisieren. Ich kann nicht sagen, das ist Type-Percent, sondern es geht nur über diese Funktion. Ja. Und dann hätte man nämlich sichergestellt, dass man halt in Sachen, die ein Percent erwarten, eben keine Number reinstecken kann. Aber also... DJ Technostyler hat gerade eine sehr spannende Idee gehabt. Ihr könntet Prozent über Strings abbilden mit Literal Types. Also, ja, es geht. Dann eine Regex. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde, aber ja, es ginge. Es ist auf jeden Fall erstmal eine interessante Idee. Würde ich auch gern mal quasi auf die imaginäre Liste setzen. Können wir mal nachher gucken, ob wir das vielleicht machen wollen. Was hältst du davon? Auch wenn es im Prinzip nichts bringt, wenn wir einen Alias-Namen für Number einführen namens Percent, dass falls wir den Typ irgendwie... Das heißt, wir haben eine Percent-TS und das ist erstmal einfach Percent ist eine Number. Mhm.
So, und dann haben wir hier ein Import percent from %%. Mhm. Und wir kriegen hier ein Percent zurück und würden dann jetzt hier sagen, if value kleiner 0, dann throw new error irgendwas. Sowas hatten wir schon mal. Create MIDI value, das ist genau dasselbe. Ja. Da haben wir das so gemacht und bei normalerweise, ich bin ja hier ein sehr großer Fan von diesen Objektparametern, aber an der Stelle, weil es wirklich nur um den einzelnen Wert geht, macht das nicht so viel Sinn. Macht die Funktion auch deutlich besser komponierbar im Übrigen. Ja. Import errors, import Stern as errors, so rum, from %errors. So. Ja, das ist noch eine Idee, die Sam gerade ins Spiel bringt, eine Klasse %. Aber das, also als Value-Type. Eine Klasse %, als Value-Type. Ja, du machst eine Class %, die im Konstruktor ein Value erhält und halt, wenn der zwischen, also dann machst du den Check dort zwischen 0 und 100 und dann kannst du tatsächlich mit einem Get-Value halt wieder den Wert, aber... Ja, ist halt dieses Get-Value immer das Nervige. Also prinzipiell richtig, ja, stimmt, ging. Ja. Ja. So musst du ja denken in OOP. Ich finde, man muss in OOP generell ziemlich häufig denken. Das wäre jetzt quasi ein Percent out of range. Ja. Und das heißt, wir müssen hier einen entsprechenden Percent out of range anlegen und den hier noch entsprechend exportieren. So. Mhm. Was war jetzt hier noch für ein Problem? Das Assertion. Achso. Ja, das ist richtig, dass das unnecessary ist. Würde ich hier trotzdem gern. Naja, okay. Es ist richtig. Von Compiler-Seite aus macht es echt keinen Unterschied. Ja. So. Okay, das hieße, wir waren bei unserer, bei unserer neuen TR8. Das heißt, wir geben hier einen Percent-Wert rein. Und müssten jetzt hier den Value, das ist jetzt die Frage. Also erstmal, das ist jetzt eine Static Function, die heißt dann Bass Drum Tune. Jetzt ist die Frage, auf was, was geben wir hier zurück? Also wo machen wir die Übersetzung nach MIDI? Weil wenn wir jetzt hier, also geben wir hier schon ein MIDI Value zurück oder geben wir hier erstmal einen allgemeinen Controller, eine Controller-ID und einen Percent-Wert zurück. Das ist die Frage, ob es diese Controller-ID mit 20, ist das was MIDI-Spezifisches? Es ist insofern MIDI-spezifisch, dass dieser Wert hier, der muss zwischen 0 und 127 liegen. Insofern, ja, das ist von MIDI vorgegeben. Ja. Was die 20 bedeutet, ob das jetzt die Bassdrum-Tune oder sonst was ist, das ist völlig beliebig. Das kann jeder Hersteller festlegen, wie er will. Mhm. Schön wäre es halt hier gar keine MIDI-Abhängigkeit zu haben, aber auf der anderen Seite hat man sie ja explizit bei der TR8, weil wenn das auf MIDI ausgelegt ist und deswegen die Nummer da... Im Prinzip dieses 0 bis 127, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein 7-Bit-Datentyp, also ein 7-Bit-Integer, was einem einem Short entspricht, einem Signed Byte mit nur 7 Bit, irgendwie sowas. Das hat halt TypeScript nicht. Jetzt könnte man halt einen Typ einführen, der halt nicht MIDI-Value heißt, sondern Signed Byte oder sowas, ja. Wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil das ist ja nur die eine Hälfte, sozusagen. Ja, stimmt. Also eigentlich wäre es ein Unsigned Byte, aber von dem halt nur die ersten 7 Bit. Da bin ich auch so ein bisschen schlüssig. War das vorher nicht zu viel Mapping-Leistung im Hirn voraussetzen? Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir machen das halt nicht als MIDI-Value, sondern als Number. Aber wobei du dann halt irgendwo die Validierung machen musst, ob es halt passt. Ja. Und es wäre halt schön, wenn es halt... Oder wenn du halt hier direkt schon wüsstest, ist es halt ein Wert aus dem Bereich.
Also ich meine, am Ende des Tages darf man halt nicht vergessen, es geht halt um irgendwie Geräte, die Musik machen, die am Computer angeschlossen sind. Das ist halt nun mal ein MIDI-Value an der Stelle. Eine Idee noch, ja? Aber ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ich schmeiße sie trotzdem in den Raum. Mhm. Wir machen ja hier eine Bass-Drum-Tune. Ja. Was ist, wenn man den MIDI-Value, also nicht als MIDI-Value reingibt, sondern wenn man im Prinzip die Controller-Werte in dem Konstruktor als Konfiguration mit übergibt? Dann könnte die TR-8 weiterhin losgelöst sein von MIDI, aber man weiß ja, es gibt ein Bass-Drum, Drum-Decay und den ganzen Sachen gibt's, die kann man einstellen, muss man aber von außen reingeben. Und ja, nur wenn wir es über den Konstruktor machen, du willst sie ja quasi auch im Verlauf sozusagen ändern können. Ja, das ist ja okay. Es geht mir nur um das Controller-Mapping, dass man das reingibt. Nicht den Value, sondern im Konstruktor gibst du nur rein. Also du setzt jetzt die so. Controller. Controller bekommt dort jetzt als Konstruktor quasi den Controller-Value.BassDrumTune. Controller-Value-BassDrumAttack, Controller-Value-Ding. Und diese Zahlen gibst du dann von außen rein. Aber warum sollte ich das von außen reingeben? Weil das ist ja gerade der Witz an der TR-8-Klasse, der sich das halt nicht von außen wissen muss. Damit weißt du was nicht das von MIDI abhängig bist. Weißt du, was das für ein Aufwand war, diese blöden Controller-Werte rauszufinden? Als ob das irgendwo dokumentiert wäre. Ja, aber dann kannst du eine TR-8-Config da reingeben. Und wenn sich das irgendwann mal ändert, kannst du die TR-8 weiter... Dann kann ich auch die TR-8-Klasse ändern. Also, das kannst du natürlich auch. Weiß nicht, ob das nicht gerade irgendwie über das Ziel hinausschießt. Ja, ist es. Und auch wenn wir jetzt hier sagen, es ist kein MIDI-Value, es ist eine Controller-ID, auch Controller-ID hat schon was sehr Technisches. Wir kommen halt hier nicht drum herum, dass es halt ein technischer Wert ist, der zurückkommt, den wir halt brauchen. Das ist kein Wert, der irgendwie in der Musiktheorie sinnvoll wäre, wie halt, oh, das ist ein zweigestrichenes C oder so. Das ist halt der Identifier von einem technischen Etwas. Insofern würde ich, glaube ich, hier erstmal tatsächlich bei MIDI-Value bleiben für den Controller-Wert, welcher Controller das ist. Ja, kann man auch so machen. Okay, also dann haben wir Import MIDI-Value from MIDI-Value. Der Punkt ist aber, und jetzt ist halt die Frage, die Umrechnung von dem Value von Prozent auf einen MIDI-Value. Machen wir das jetzt hier? Also ist quasi das, was da rauskommt, sind das fertige MIDI-Werte? Oder machen wir das sonst wo? Naja, wenn wir jetzt hier schon die MIDI-Abhängigkeit drin haben, dann können wir theoretisch da auch das an der Stelle machen. Also ich würde generell noch mal eine Funktion schreiben. Mhm. Also ich würde jetzt nicht hier überall die Umrechnung inline machen, das ist nee, klar. Nee, sondern nee, das auf gar keinen Fall. Klar, nochmal eine Create MIDI Value von %, aber... Ja, das heißt, das wäre dann hier oben sowas, so wie es hier eine allgemeine Create MIDI Value gibt, quasi genau. So eine noch Create MIDI Value from %. Mhm. Das wäre dann hier Create MIDI Value from %. Dann haben wir hier ein Value, das ist in dem Fall %. Import... Percent from %. Mhm. Diese Validierung können wir uns an der Stelle sparen, weil wir kriegen einen Percent-Wert rein. Der muss ja über create percent generiert worden sein. Ja. So, und jetzt müssen wir hingehen und müssen quasi den Wert zwischen 0 und 100 auf die Range von 0 bis 127 mappen. Das heißt 127 durch 100 mal Value. 127 durch 100 mal in Klammern. Value. Oder? Jo, wenn ich 1% habe, dann ist es... Also du musst 127 durch 100 muss in Klammern. Punkt vor Strich. Naja, stimmt in dem Fall nicht ganz, aber... Das ist jetzt quasi Punkt vor Punkt Rechnung, es wird eh von links nach rechts ausgewertet. Das ist genau dasselbe. Ist das so? Ja, also in der Mathematik, also geteilt durch und die also Division und Multiplikation sind gleichgestellt. Und wenn du gleichgestellte Operatoren hast, wertest du von links nach rechts aus. Also du kannst es in manchen Fällen, wie bei der Multiplikation, ob du jetzt 3 mal 5 oder 5 mal 3 rechnest, Kommutativgesetz kannst du rumdrehen. Ja. Aber du musst es von links nach rechts prinzipiell auswerten. Also wenn du
10 durch 2 mal 3 hast, rechnest du erst 10 durch 2 und dann mal 3. Weil Mach 10 durch 2 also, ist 5, mal 3 ja, ist 15, 10 durch 2 mal 3, 10 durch 6 ist 10 Sechstel. Genau. Deswegen ist die Frage, ob ohne Klammern das auch von links nach rechts hier in Node ausgewertet wird. Weil ich meine gerade, ich wäre auf das Problem schon mal gestoßen, dass das... Ich teste. 127 geteilt durch 100 mal 2. Ja gut, 2,54 hilft mir jetzt nicht mal 100. Ja doch, okay, es stimmt schon. Kannst die Klammer weglassen. Ja. Du kannst okay. Das einfach returnen. Genau. Und jein, wir müssen das noch in eine Ganzzahl umwandeln. Weil MIDI-Value ist ja nur die Ganzzahlen von 0 bis 127, kann nicht 123,8 ja. sein. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, eigentlich müssten wir da Math Round nehmen. Das ist halt die Frage, wenn wir bei 1,25 sind, wohin wollen wir? Noch 0 dann oder nach 1? Sorry, wenn wir bei was sind? Bei 0,25 beispielsweise. Ja, da würde ich, ach so, weil, okay, du meinst, weil 0,25, ich würde immer noch bei 0 bleiben, wenn du willst, dass es bei irgendwas Hörbarem anfängt, nachher zum Beispiel, dann fangen halt bei 1 an. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Also das heißt Math Round. Die andere Option wäre, dass wir mit Math Ceiling arbeiten, dass wir immer aufrunden. Ja. Macht das, Math Ceiling, rundet das immer auf? Oh Gott, ich oute mich heute echt als Mathe-Loser. Ich als JavaScript-Loser, die Funktion heißt nämlich nicht Ceiling, sie heißt Ziel. Ah, DJ Technostyler hat einen guten Einwurf gemacht. Wenn MIDI ein Maximum hat, ja, hat es 127, dürfen wir nicht aufrunden, weil sonst im... Ah doch, nee, warte, wir kommen nie über 127. Also, der eine Extremfall ist, der Prozentwert, der reinkommt, ist 0. Wenn das so ist, dann haben wir hier sowieso... Dann haben wir gar kein Problem, dann rechnen wir 127 durch 100 0. mal 0, dann kommt 0 raus. Das andere Extrem ist, hier haben wir eine 1. 100. Ah, ja, wir haben eine 100. Stimmt. Dann rechnen wir durch 100 mal 100. Mal 100. Und 127 durch 100 ist 1,27 mal 100. Jetzt verlässt 127. man sich halt drauf, dass das immer schön glatt aufgeht, aber tut's. Ich würde erstmal behaupten, sollte funktionieren. Also insofern sollte Math Seal eigentlich, er ist MIDI Value, eigentlich Seal ist die Funktion. Hinhauen. Genau. Ja. So, jetzt kam eben ja noch eine Reihe von Kommentaren. Ja. Da sollten wir mal kurz durchgehen. Also, ich fange mal hinten an. Also, ja, genau. Also, Ceiling gleich Dach, Floor gleich Boden. Ist richtig. Nur, dass die Funktion halt nicht Ceiling heißt. Das habe ich eben falsch gesagt. Mhm. Ja, im Zweifel. Im Zweifel. Genau. Ja, dann, Jugo hatte eben vorgeschlagen, from percent als Funktionsnamen. Finde ich prinzipiell nicht schlecht, aber funktioniert halt nur, wenn du nur eine Funktion hast, wo du, also was kommt raus, das fehlt mir an der Stelle. Das würde man natürlich vermeiden, wenn man, wie du in dem Kommentar vorher vorgeschlagen hast, eine Klasse MIDI-Value macht, dann könnte man sagen MIDI-Value.from% und würde einen entsprechenden MIDI-Value generiert bekommen. Das wäre eine Überlegung, ob man das so anstellt. Müsste man mal schauen. Sam hat gerade gemeint, immer Klammern verwenden. Nee, sehe ich nicht so. Also wenn die Auswertungsreihenfolge mathematisch gesehen eindeutig klar ist, warum sollte ich das nochmal klammern? Kann man argumentieren, klar, macht es lesbarer, aber ich lese ja auch von links nach rechts. Insofern sehe ich da, also ich persönlich, kann man drüber streiten, klar, sehe da erstmal keinen essentiellen Informationsgewinn. Wenn da steht 2 plus 5 plus 7, klammere ich ja auch nicht 2 plus 5. Aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen Geschmackssache. Und zum Zweiten hat Sam gerade noch gemeint, ihr mischt jetzt halt funktional mit OOP, klassisches Chaos. Ja, das Ganze ist auf eine gewisse Art und Weise entstanden. Wir bauen es aber mehr und mehr in die funktionale Richtung um.
Und es wird gewisse Dinge geben, die wohl Klassen bleiben. Es wird gewisse Dinge geben, die funktional bleiben oder die funktional werden. Aber das ist ja nun auch gerade der Punkt an einer multiparadigmatischen Sprache wie JavaScript bzw. TypeScript, dass du es halt nicht so oder so machen musst, sondern dass du es halt mischen kannst. Das richtige Tool für den jeweiligen Job. Also es macht aus meiner Sicht auch herzlich wenig Sinn, alles auf Biegen und Brechen funktional oder alles auf Biegen und Brechen mit OOP abzubilden, nur damit es konsistent ist. Dann hast du zwar kein Chaos, wie du es nennst, dafür hast du halt unter Umständen total unnötige Umstände oder Reifen, durch die du springen musst, die du zum halt Beispiel reine Static-Funktion. Genau. Ich sehe also, das auch so. Also alles, was ich hier als Pure Function abbilden kann, ist doch wunderbar, testbar, auslagerbar, perfekt. Kann man vielleicht noch irgendwann zu einem Modul zusammenstöpseln, aber warum sollte ich jetzt hieraus irgendwie eine Klasse machen für so einen simplen, simplen Use Case? Sehe ich dann auch nicht als Chaos. Wenn man damit umzugehen weiß, also wenn man jetzt, keine Ahnung, klar, wenn man jetzt irgendwie in einem Projekt arbeitet, wo nur Leute sind, die nur OOP können, dann würde ich vielleicht auch nicht anfangen, funktionale Paradigmen da reinzumachen. Und dann hast du recht, dann wird es zum Chaos, wenn die Leute das nicht verstehen. Da jetzt sowohl Golo als auch ich, glaube ich, mit beiden Konzepten und Paradigmen irgendwie vertraut sind, ist es an der Stelle, finde ich das nicht schlimm, eben the right tool for the right job zu nutzen. Und an der Stelle, wo es halt wirklich pure Funktionen sind, wo es nur eine Umrechnung ist, dann auch Biofunctions einfach herzunehmen. Und an den Stellen, wo halt vielleicht eine Klasse ein bisschen das Bessere ist, was ich hier auch schon durch... Ich bin ja sonst auch eher ein funktionaler Freund, aber an ein paar Stellen hier denke ich mir auch, ist eine Klasse eigentlich gar nicht so verkehrt. Gerade die Sachen, wo wir jetzt hier ganz viel Internal State haben, ist es mit Klassen ein bisschen leichter. Aber jetzt hier eine MIDI-Value, die dann eine FROM%-Funktion wiederum hat, um dann das da reinzuquetschen. Also ich sehe einen gewissen Benefit dann, weil du zum Beispiel verschiedene Konstruktoren hättest. Aber der Punkt auf der anderen Seite ist halt, überall, wo ich es dann verwenden will, muss ich GetValue aufrufen. Das ist halt die Kehrseite davon. Und am Ende des Tages zählt halt an der Stelle auch ganz stark, wie du es halt verwenden kannst, wie du es halt komfortabel nachher benutzen kannst, weil das Ganze ist ja kein Selbstzweck, diese Funktionen, sondern die rufen wir ja in einem bestimmten Kontext auf. Und das ist für mich an der Stelle deutlich wichtiger, als ob wir das jetzt so oder so machen. Und mit der Objektorientierung heißt, ihr habt immer den richtigen Ort für die Methoden. Da kann man, glaube ich, sehr drüber streiten. Also wenn das so, also das ist nicht per se gottgegeben so, wenn das so wäre, gäbe es ja kein objektorientiertes Projekt, was irgendwie total unübersichtlich wäre. Was wir, glaube ich, alle wissen, was nicht so ist. Also klar kann man dann argumentieren, ja, das ist dann falsch gemacht, aber das ist halt immer sehr viel leichter gesagt als getan. Und es gibt ja nun auch Sprachen, die komplett auf dieses Konstrukt setzen, so wie wir es gerade machen. Go zum Beispiel. Und das ist also, ja, also von daher. Und last but not least, es ist eine gewisse, es ist gerade auch in einer gewissen Umstellungsphase. Wir haben Altlasten und sonst was und da sind wir halt am Umbauen. Es ist Live-Coding und ich will jetzt die Diskussion an der Stelle ehrlich gesagt auch nicht fortführen. Natürlich kannst du jetzt sagen, mit korrektem Design gibt es kein Chaos. Ganz ehrlich, jo, aber wer stellt sich denn bitte hin und sagt, ich baue jetzt das perfekte Design und ich würde ehrlich gesagt jetzt lieber an der Stelle mal weitermachen, statt jetzt über den Sinn oder Unsinn von OOP oder so zu diskutieren, weil das führt uns gerade nicht weiter, das bringt uns nicht ans Ziel. Und da kann man, das wird dann schnell sehr philosophisch und das, wir haben ja nicht unbegrenzt Zeit. Von daher, ich will auch nicht sagen, dass der Input irgendwie doof wäre oder so. Es bringt halt nur gerade nicht wirklich was, da jetzt noch weiter drauf rumzudiskutieren. Und von daher würde ich an der Stelle jetzt gerne weitermachen. Ich beende es mit meinem Lieblingszitat von Emily Freeman, dass every codebase is an absolute shitshow. Das ist immer wieder das, was ich mir gerne sage. Diese perfekte Welt mit gutem Design und gutem Code. Ich habe noch kein Projekt getroffen, wo es das gibt. Von dem her muss man eher lernen, mit dem Chaos umzugehen, als das perfekte Design mit der perfekten Welt herzustellen. Ich glaube, da verzweifelt man eher dran. Aber ja, also unter anderen Umständen würde ich jetzt auch sehr gerne sehr lange drüber diskutieren, aber ich glaube, der Livestream ist tatsächlich der falsche Ort gerade. Ja. Okay, also, wir haben unseren MIDI-Value, den wir da erstmal rausbekommen. Und das heißt, wir gehen jetzt hier hin und sagen, also der Value, das heißt, es bleibt bei dem Rückgabewert mit dem Value, dass das ein MIDI-Value ist.
Und das heißt, wir haben hier jetzt die Create MIDI Value from Percent und da stecken wir den Value rein. Und die Create MIDI Value from Percent, damit das funktioniert, Import Create, müssen wir die natürlich importieren. Import Create MIDI Value from Percent aus Punkt, 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 MIDI, Create MIDI Value from Percent. So, und damit sieht diese Bassdrum Tune jetzt so aus. Wir könnten das eventuell hier noch in ein Einzel. Naja, okay, macht es auch nicht wirklich toll lesbar. Und hier würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern auf das Parameterobjekt verzichten, weil das potenziell ja auch mal Dinge sein können, wo ich mehr als einen Wert reingebe, woraus ein gemeinsamer Controller-Wert berechnet wird. Insofern, ja, lass uns bei der Formatierung, wie wir es sonst immer haben, bleiben. So, und das Schöne ist jetzt, wo wir dieses Ding einmal haben, können wir die anderen Funktionen analog dazu generieren. Und eine kleine Anmerkung vielleicht, was vielleicht, also sind wir jetzt an dem Punkt, dass man das ganze Public Static wegmachen kann, das nicht als Klasse zu definieren, sondern halt wirklich als Objekt? Weil ich fände es viel besser lesbarer, wenn das nicht, also wenn eh alles Public Static ist, dann ist nichts Public Static. Also das wäre ja quasi. Genau. Quasi so. Dann hätten wir da unten den Export TR8 kleingeschrieben und das Public Static entfällt überall. Auf Wiedersehen. Das Public entfällt überall. Und das wollen wir jetzt eh umbauen. Überall, wo wir quasi dieses Konstrukt hier haben, muss noch ein Komma rein. Hat fast überall funktioniert, aber eine Leerzeile zu viel. So. Und jetzt haben wir hier noch diese anderen drei Funktionen. Das ist wahrscheinlich einfacher, die mal eben zu kopieren. Mhm. Und auch da, jetzt könnte man natürlich sagen, die Funktionen sind ja jetzt immer alle nach Schema F aufgebaut. Die sind ja im Prinzip immer alle gleich. Die könnte man sich jetzt ja auch über eine Funktion generieren lassen. Das ist ja eigentlich gerade das Schöne an der funktionalen Programmierung. Finde ich an der Stelle, ehrlich gesagt, jetzt aber auch too much. Also ist eine nette Fingerübung, eine technische. Wäre mir an der Stelle den Aufwand in Anführungszeichen jetzt nicht wert, glaube ich. Ja, bei 4. Also wir werden es natürlich noch ein paar Mal haben, weil das ja für jede Trommel in der Richtung kommt. Trotzdem würde ich da, glaube ich, erstmal bei der Implementierung so bleiben. JLN-Dev oder JLN-Dev fragt, kannst du kurz nochmal auf den Multiline-Edit eingehen und das erklären, was du genau gemacht hast? ja klar, kann ich machen. Und zwar, ich mache es nochmal, wobei ich kann es ja gerade einmal zeigen, wie ich es rückgängig machen würde. Also theoretisch, angenommen, wir bräuchten hier am Ende einer jeden Funktion kein Komma. Jetzt die Frage, wie kriege ich die effizient weg? Und jetzt kann ich natürlich hingehen, Komma wegmachen, paar Zeilen runtergehen, Komma wegmachen, paar Zeilen und so weiter. Was man stattdessen nutzen kann, ist, es gibt ein Feature, das heißt Multicursor. Und das funktioniert so, dass man also irgendwas markiert, das, was man quasi mehrfach sozusagen haben will. Und dann gibt es eine Tastenkombination. Die hängt von deinem Editor ab oder von deiner IDE. Die hängt davon ab, ob du jetzt unter macOS unterwegs bist oder unter Windows. Jetzt unter Atom, unter macOS, ist es zum Beispiel Command-D. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Command-D drücke, siehst du hier, wird das nächste Auftauchen von einem Komma auch gehighlightet. Und jetzt habe ich zwei Cursor. Wenn ich nochmal Command-D drücke, kommt das dritte dazu. Nochmal Command-D, das vierte, fünfte, sechste und so weiter. Und wenn ich jetzt, wo ich diese mehreren Stellen markiert habe, zum Beispiel Cursor nach links drücke, dann siehst du, kann ich jetzt entsprechend hier jeweils nach links wandern. Das Kunststück ist jetzt, wenn man effizient das Ganze quasi jetzt nutzen will, muss man halt sich überlegen, was ist denn das Pattern, was an all den Stellen, die ich jetzt gleichzeitig editieren will, was die sozusagen gemeinsam haben. Und das, was jetzt hier gemeinsam ist, ich habe hier ein Komma, dann kommt eine Leerzeile und dann kommt hier eine Einrückung von zwei Buchstaben. Das heißt, das markiere ich jetzt. Wenn ich jetzt nochmal Command-D drücke, wird das nächste Vorkommen von diesem Pattern markiert. Und beim nächsten Druck auf Command-D wieder. Das heißt, ich drücke jetzt so lange Command-D, bis ich die Datei durch bin. Jetzt habe ich all diese Stellen markiert. Und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich einmal mit dem Cursor nach links gehe, dann bin ich jetzt links von dem Komma, weil das war ja das, was ich markiert hatte.
als Anfang. Jetzt gehe ich wieder einmal nach rechts, drücke einmal Backspace und damit sind alle Kommata an diesen Stellen gleichzeitig weg. Und was ich halt eben gemacht habe, war quasi das Umgekehrte. Das heißt, es war diese Situation. Ich habe also hier den diese zwei Zeilenumbrüche mit der Einrückung markiert, bin dann mit Command D durchgesteppt, um alle Vorkommnisse dieser Art zu kriegen und bin dann mit dem, wenn man es richtig macht, funktioniert es auch, und bin dann mit dem Cursor einmal nach links, Komma eingegeben und damit hatte ich die Kommata überall an den Stellen, wo ich sie haben wollte. Also das ist das, was ich eben gemacht habe, quasi nochmal ein bisschen in Slow Motion. Mhm. Okay. Das letzte Mal habe ich mit den Wim-Makros beeindruckt und heute beeindruckst du mit deinem Multicursor-Magic. Hey. Okay, jetzt haben wir diese Funktionen theoretisch auch noch für die anderen Drums. Das spare ich mir jetzt aber und das kann man dann mal in einer ruhigen Minute gesondert mal für die restlichen noch übernehmen. Das ist halt hier noch eine ganze Reihe von Funktionen. Weil Sam gerade gefragt hat, ist der einzige Unterschied jeweils die Controller-Nummer. Jetzt im Hinblick auf die TR8, ja, muss aber nicht zwingend so sein. Könnte Funktionen geben, wie gesagt, wo du nicht nur ein Value hast, sondern wo du vielleicht zwei Values hast, die aber auf einen gemeinsamen Controller-Wert verrechnet werden. Sowas zum Beispiel. Insofern bislang ja, aber man kann es nicht komplett verallgemeinern. Genau. Okay, damit haben wir mal so das von der TR8. Jetzt sollten wir noch auf das eingehen. Ich glaube, Ambrosius hatte das, glaube ich, vorhin angemerkt. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wann das war, wo das war. Ja, genau. Ambrosius hatte vorhin gemeint, genau, was ist mit verschiedenen Soundsets? Bei den Klangerzeugern, zum Beispiel TR8 mit 808 oder 909, also für die, die jetzt noch nicht so lange bei unseren Streams dabei sind, 808 und 909 sind zwei verschiedene Drumcomputer von Roland. Und die TR8 ist ein moderner Drumcomputer, der quasi beide in einem Gerät vereint und wo man umschalten kann, ob man die einen oder die anderen Klänge haben möchte. Und das schaltest du halt um. Da gibt es auch wieder eine spezielle MIDI-Message für, den sogenannten Program Change. Und da ist jetzt eben die Frage, bleibt es dabei? Weil wenn ja, dann müssten wir den ja auch noch irgendwie implementieren oder wäre es eventuell geschickt, tatsächlich separate Instruments dafür zu haben. Ich würde prinzipiell erstmal sagen, ich würde es, glaube ich, bei dem Program Change belassen, weil bei der TR8 haben wir tatsächlich nur diese zwei Drumsets, die wir umschalten können. Jetzt bei einem größeren Synthesizer, wie halt bei dem System 8, der da hinten steht zum Beispiel, da haben wir halt hunderte von Klängen, die wir umschalten können. Und ich will ja nicht für jeden von denen ein einzelnes Instrument quasi bauen müssen. Insofern würde ich da eher beim Program Change bleiben, auch wenn es jetzt bei der TR8 mit nur zwei Klangsets sich quasi anbieten mag, das vielleicht nicht so zu machen. Genau. Das brauchen wir aber noch und das haben wir hier irgendwo auch drin. Genau, da haben wir hier nämlich das Select Drum Set. Da wird ein Select Sound aufgerufen. Das kommt, wenn mich nicht alles täuscht, aus der Basisklasse. Genau, und das ist dieses Program Change Command, was da gesendet wird. Und auch das hat wieder einen Value und der Value, die sind hier wiederum definiert. Das ist hier in der externen Datei Drum Sets. Da ist nämlich hinterlegt, die TR808 ist eine 0, die TR909 ist eine 1. Das heißt, das wäre auch noch was, was man in dem TR8 hier vielleicht hinterlegen wollen würde. Stelle ich mir jetzt gerade so vor, das ist jetzt aber auch nur gerade laut gedacht, ist noch kein Plan sozusagen dahinter, dass man quasi hier sagt, welchen Klang will ich haben, dann hier ein Parameter, also wie gesagt, das ist auch Pseudocode, dass man hier reingeben kann, ich will eine TR909 haben oder ich will eine TR808 haben und das gibt dann entsprechend in dem Fall jetzt zum Beispiel eine 1 zurück. Würde heißen, ich kann nachher bei einem Synthesizer wie dem System 8 eine ganze Liste hinterlegen von Klangnamen auf Zahlen. Das macht jetzt hier gerade wenig Sinn, dafür eine eigene Map anzulegen, weil es eh nur zwei sind. Das wäre so spontan mein Gedanke dazu. Was hältst du davon, David? Ich hätte es vielleicht Sound Style genannt, aber prinzipiell war das auch mein Gedanke, genau dasselbe im Prinzip zu tun. Ja.
Weil das ist ja die Klangart, nicht der des. Also, ja, Techt, ja, aber wobei, ja. Es ist, doch, es ist schon der Klang, den du auswählst. Ja, aber ist Klang ja. Sound? Ist Sound nicht ein. Ist Sound nicht eher Ton? Oh, ich muss wieder auf leo.org. Okay. Klang. Sound, Tone, Ring, Rattle. Strains, Klangor. Oh, Klangor ist auch schön, aber Klangor ist schon der Klang. Nee, dann passt Sound vielleicht. Okay. Dann lass uns da erstmal bei bleiben. Okay, das heißt, wir haben hier im Prinzip als Input haben wir hier also ein Drumset. Ja. In dem Fall. Und dieses Drumset, da, ja, da lohnt sich eigentlich noch nicht mal ein eigener Typ für. Wo man jetzt einfach, genau, hätte ich jetzt auch so gemacht. Und dann vielleicht einfach auch sogar nur ein. Und was war jetzt was? Also okay, die 808 ist die 0. Okay. Und was wolltest du gerade sagen? Nichts, sondern jetzt einfach nur inline dann ja, if-else halt. Also if halt eigentlich nur. Also ich würde es nicht mal mit dem if machen, sondern mit einem Ternären. Wenn es Drumset ein TR8 ist, dann gibt 0 zurück und sonst die 1. Also ich würde nicht mehr auf die TR909 prüfen. Quasi so. Ja. Jetzt machen wir da mal noch gerade irgendwie eine vernünftige. Das muss ein MIDI-Value sein, was dabei rauskommt. Sonst kann man es nicht MIDI anders. MIDI-Value. MIDI-Value, sonst kann man es nicht an das Program-Change Command übergeben, aber ja, im Prinzip das. Also das Einzige, was mir hieran nicht so wirklich gefällt, ist halt dieses etwas implizite, die 909 wird auf die 1 abgebildet und ich mag einfach den ternären Operator. Ich finde den immer irgendwie nicht so berauschend lesbar. Aber ja. Du machst mit einem If und Early Return, das ist ja auch okay. Ja. Also, das sähe dann halt so aus, genau, so nicht. If Drumset gleich TR808, Return 0. Return 1, das finde ich genauso blöd. Eigentlich würde ich jetzt gerne, also rein von der Lesbarkeit, wenn es jetzt auch eine Switch ist, auch eigentlich, ja, komm. Eigentlich, mach doch das Config-Objekt, Mensch. Eigentlich. Ja, danke. Eigentlich so und dann Return Drumsets an der Stelle Drumset. Und dann machst du aus Drumset noch ein Key of Drumsets und dann. Geht das? So, das hier meinst du, ja. Ja. Dass das ein Key of Drumsets ist? Ich weiß nicht, kann man aus einem. Ja. Ja. Type of Drumsets. Dann Drumsets. Ja. Geht es theoretisch. Und das müssen wir dann noch, ja, okay, das müsste jetzt hier oben, eigentlich müsste dann hier stehen, as MIDI value. Danke, TypeScript. An der Stelle klappt es wieder, weißt du, dass man MIDI value, dass er das rafft, dass es keine Number ist, das ja. Ist doch. Ja. Und was ich an der Stelle, glaube ich, was man machen könnte, nur mal auch mal so laut gedacht, wäre, dass wir hier sagen, wir haben einen Drumset-Typ. Der ist TR808 oder TR909. Und Drumsets wird als ein Record von Drumset nach MIDI-Value definiert. Können wir auch machen, ja. Dann ist, ja, dann sollte man das vielleicht so schreiben. Ist ohnehin richtiger. Das as MIDI-Value bräuchte man dann nicht. Und, achso, und was ist jetzt hier das Problem? Object Literal Property Name TR808 must match one of the following formats. Ja. Die Naming Convention. Wenn wir es so machen, dann ist erstens der Linter glücklich und zweitens können wir uns die Quotes hier sparen und dann können wir hier sagen, das ist entweder TR808 oder TR909. So. Puh, Gott sei Dank. Und jetzt können wir hier sagen, jetzt brauchen wir nämlich hier nicht mehr sagen key of type of Drumsets, sondern das ist jetzt einfach ein Drumset. Ja. Und dann passt das. Youngblood. Ganz kurz die Frage zu beantworten von Youngblood X. Was geschieht hier eigentlich? Der Stream wurde mir vorgeschlagen. Das ist schön.
Was wir machen ist, wir versuchen elektronische Musik mit TypeScript zu programmieren. Und machen wir schon seit einigen Streams und wir versuchen eigentlich gerade das Ganze ein bisschen umzubauen, um es ein bisschen besser benutzbar zu machen. Und wir wollen eigentlich am Ende des Abends soweit sein, dass wir das Ganze remote machen können. Dass David Code ausführen kann mit einem programmierten Song und das bei mir auf der entsprechenden Synthesizer-Hardware abgespielt wird. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Im Moment bin ich zugegebenermaßen noch etwas skeptisch. Ich auch, ja. Aber schauen wir mal. So, und jetzt ist der Punkt, ich mag das nicht, solche Sachen alles in einer einzigen Datei zu haben. Da kann man jetzt noch sagen, naja, das ist ja aber ein Typ, der tatsächlich sich darauf bezieht. Ja. Ich würde es in einer eigenen Datei auslagern, eigentlich gerne, und dann hätte ich es gerne in einem Unterordner. Ich schwanke da gerade ein bisschen. Lass es uns so machen, wenn das an anderer Stelle noch mehr wird, dann können wir das immer noch machen. Und wenn das jetzt, also wenn das jetzt nur bei den paar Zeilen bleibt, dann lass es uns drin lassen. Wenn es an anderer Stelle deutlich mehr wird, dann lass es uns auslagern. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt ist natürlich prinzipiell der gleiche Ansatz. Jetzt könnte man natürlich hingehen, könnte sowas Ähnliches machen mit den Controllern. Allerdings hast du immer noch die ganzen Funktionen, weil die Funktionen ja entsprechend heißen sollen. Das ist ja auch Absicht, damit man das nachher entsprechend so hinschreiben kann, ohne dann damit Parametern rumzueiern. Das ist so halt einfach ein bisschen expliziter. Jugo hat gerade geschrieben, gleiche Frage hatte ich mir kürzlich auch gestellt. Wohin mit Typen? Also prinzipiell, es gibt bei uns eigentlich eine relativ einfache Richtlinie. Eine Datei enthält genau einen Typen. Das ist das, dem wir in 99% der Fälle, das ist das Pattern, dem wir an der Stelle folgen. Das heißt, eigentlich müsste das hier in eine eigene Datei ausgelagert werden. Das hier tendenziell auch, weil das eine Drumset-Map oder sowas ist. Jetzt ist das natürlich an solchen Stellen immer so ein bisschen so, ja, will man jetzt wegen den drei Zeilen wirklich eine eigene Datei machen. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Das ist das 1%, was übrig bleibt. Ja, ich mache es meistens ein bisschen davon abhängig, ob ich mir vorstellen kann, dass ich irgendwann mal im Projekt nach Drumsets suche oder nach dem Mapping für dieses Ding suche und dann nicht finde. Mir fällt aber, also an der Stelle denke ich mir, nee, ich glaube, das werde ich nicht tun, weil warum sollte ich danach suchen wollen? Ja. Und was man sich noch überlegen kann übrigens, ist speziell bei der TR-8, weil das ja ein Drumcomputer ist, ob man die Funktion nicht statt Sound, ob man sie nicht Drumset nennt. Auch eine Idee. Dann ist das, was man hier definiert, aber vielleicht nicht das Drumset, sondern der Drumset-Name. Auch eine Idee. Dann haben wir streng genommen, also hier einen Drumset-Name. Drumset-Name. Und das ist jetzt genau genommen auch keine Liste von Drumsets, aber da würde ich es jetzt, glaube ich, bei belassen. Das jetzt irgendwie Drumset Name to MIDI Value Map zu nennen, fände ich jetzt irgendwie overdone. Es ist auch hier so, es ist so simpel, die Logik. Ich meine, welchen Mehrwert hätte das jetzt an der Stelle? Ja, auf jeden Fall, genau. Okay, lass uns das mal so nehmen. Damit haben wir nämlich jetzt die Program-Change-Geschichte hier drin. Wir haben die Controller-Geschichte hier drin, wenn auch noch nicht vollumfänglich. Und wir haben die eigentlichen Klänge hier drin. Und was jetzt im Prinzip fehlt, das ist dieses ganze initiale, wir haben mal irgendeine Konfigurationsgeraffel, das müssen wir aber so komplett anders lösen. Insofern lasse ich das jetzt einfach mal, ich lasse es mal hier drin, so als Erinnerungsstütze, aber das ist das wird so in der Form in der neuen TR-8 nicht mehr geben. Und jetzt ist halt die Fleißarbeit quasi, die restlichen Funktionen zu übernehmen und die Controller-Nummern wieder richtig einzutragen. Genau, so. Das heißt, das können wir jetzt erstmal so, glaube ich, nehmen.
Und jetzt können wir mit diesem, also jetzt schmeiße ich die TB3-TS tatsächlich nochmal weg, weil da hat sich jetzt ja doch einiges geändert. Dann sollten wir die TR8-TS umbenennen in klein TR8-TS, weil sie exportiert keine Klasse mehr, sondern ein Objekt. Ja. So, das heißt, wir müssen wiederum die Index umbenennen. Das ist nämlich jetzt hier auch alles TR8. Und damit haben wir jetzt quasi mal die Blaupause sozusagen für die neuen Instrumente. Und jetzt können wir hingehen, können das gleiche Spielchen mal mit einer TB3 machen. Die wird deutlich einfacher werden. Und wir duplizieren das Ding mal, TB3. Haben jetzt hier, ja okay, das also einmal hier TB3 als Objektnamen. Exportieren TB3 als Objekt. In der Index haben wir jetzt hier eine TB3 als Import. Und genau, können das dann entsprechend verwenden. Weil gerade die Frage aufkam, ob wir bei The Native Web, ob wir UML benutzen. Ganz klare Antwort, nein. Halte ich auch, also ich persönlich, wie sage ich das jetzt nett? Um es mal vorsichtig zu sagen, ich halte nicht besonders viel von UML, ich mag es nicht besonders. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass, also weil gerade die Anschlussfrage kam, wie modellieren wir, also in der Regel große Wand, Post-its, wenn wir uns live zusammentun, oder etwas in der Richtung als Pendant, zum Beispiel über Miro, wenn wir es remote machen, aber im Prinzip, ja, genau, also UML ist mir persönlich, glaube ich, zu stark formalisiert. Das ist der Punkt, mir geht, und es sieht einfach nicht, also da kommt noch der andere Punkt dazu, es ist einfach vom visuellen Aspekt her, es ist nicht besonders hübsch. Ich benutze es einfach nicht gerne, weil es wie ein Druck aus den 70er Jahren aussieht, der halt schlechte Qualität hat. also für etwas, wo man grafisch modelliert, finde ich es erschreckend, wie wenig Gedanken sich gemacht wurde, dass es eine gewisse Ästhetik hat. Und da meine ich nicht, dass es irgendwie bunt ist und irgendwie mit Farbverläufen sein muss, sondern einfach, man hätte, ja, es ist halt eine Kunst, Diagramme so zu machen, dass sie schön sind. Und das ist bei UML grandios schiefgegangen, meine Meinung. Sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ich finde es auch oftmals überkompliziert, also was da ein UML-Diagramm teilweise zusammengesponnen wird, wo ich mir denke, so okay, und das soll mir jetzt helfen, einen Überblick zu bekommen, bin ich gerade unsicher. Und ich sehe es auch eher so, im Gemeinsamen solche Diagramme zu erschaffen, wenn sie dann auch wachsen, gemeinsam wachsen und man was wegmachen kann, dann findet man ja auch Dinge, findet man gemeinsam ein Modell, wo dann auch alle dahinter stehen, statt irgendwie dieses einheitliche UML-Modell, wo ich bis heute nicht weiß, was jeder Pfeil irgendwie wann bedeutet und dann immer nachschlagen muss. Und oh mein Gott, und dann ist es nicht 100% UML-konform und so. Und ja. Mir hat UML noch nie in der Hinsicht geholfen. Also das ist so ganz simple, ich zeichne eine Box für eine Klasse und mache einen Pfeil, das ist ja okay. Dafür brauche ich kein UML. Dafür brauche ich aber eben. So genau, und genau das ist mein Punkt. Also dafür brauche ich ja kein UML. Und es tritt ja dann auch so ein bisschen, oder viele Tools treten ja dann an, sowas wie Enterprise Architect oder so, modellier deine UML-Diagramme und wir generieren dir den Code. Das ja, noch hat schlimmer. Noch nie funktioniert, also nie gut. Und das ist, ja, und ich finde, Daniel hat das gerade sehr schön formuliert. Gerade das, was der Kunde haben möchte, exakt abzubilden, das ist die Herausforderung, das ist der Punkt. Also man kann die Essenz dessen zu verstehen, worum es eigentlich inhaltlich geht, das finde ich, ist immer die größte Herausforderung und dabei hilft UML herzlich wenig. Und häufig, also ich weiß, dass UML mehr hat als nur Klassendiagramme, für viele ist aber UML gleichgesetzt mit wir malen Klassendiagramme und Klassendiagramme sind halt auch immer sehr statisch. Was mir da komplett fehlt, ist die Prozesse in dem System. Wer kommuniziert, das ist wie eine reine API-Referenzdokumentation, die ist tot. Die beschreibt dir zwar, die Funktion hat die Parameter und die Funktion macht das, aber dir fehlt das große Ganze und dir fehlen die Abläufe. Und natürlich gibt es in UML dafür Diagrammtypen, die triffst du nur in der Praxis schon wieder extrem selten an. Und ich finde es overengineert an vielen Stellen. Das ist halt eins von diesen Themen, wenn es jeder könnte und jeder wüsste und jeder das, dann okay, dann wäre es wahrscheinlich hilfreich.
Aber da ist halt auch wieder die Realität, wie vorher, alles ist eine Shitshow. Also auch da, jeder versteht dann wieder was anderes und du hast dann mehr Arbeit, dich drum zu erleihen, was verstehen wir denn unter dem Diagramm, als tatsächlich über die Sache zu reden. Das ist das, was ich auch gerade meinte. Dann spreche ich lieber über die Sache und bilde darum herum ein gemeinsames Verständnis eines Modells, das dann auch bei allen im Kopf irgendwie gleich ist, als irgendwie so ein formalisiertes Ding drauf zu schippen, wo es wieder nur Missverständnisse gibt und wo, wie du sagst, eben auch noch nicht mal irgendwie alles abbilden kann. Ja, so, aber wir schweifen ab. Ja. Wir haben bei der TB3 haben wir keine Drumsets. Wir haben im Prinzip hier, hätten wir jetzt analog eine Soundfunktion. Also ich kann mal hier gerade, das ist ein Sound, das ist ein anderer, der klingt jetzt sehr ähnlich. Ich gehe mal ein ganzes Stück weiter. Da merkt man, es wird schon ein bisschen, ja, und da gibt es halt, also da gibt es halt einfach verschiedene. Oh, das klingt fast wie Stranger Things, was du gerade hattest. Das war total, ich habe irgendwas drauf getippt. Also ich weiß nicht, cool. Welcher Klang das war noch, was ich da eigentlich gerade gespielt habe. Schade. Und Stranger Things habe ich nicht gesehen, von daher muss ich da passen. Oh, da hast du aber was verpasst. Wir schweifen ab. Also zumindest das, wir schweifen ab. Aber der Intro-Sound von Stranger Things, den könnte man nachbauen, weil der ist richtig cool. Okay. Ich schmeiß jetzt hier auch mal gerade alles raus, abgesehen von Bassdrum und Bassdrum-Tune, weil der Rest wiederholt sich ja im Prinzip. Macht das Ganze aber gerade schon mal eine ganze Ecke überschaubarer. Und ich fange mal mit dem einfachen Teil an. Die TB3 hat nämlich nur zwei Controller, Cutoff und Resonance. Das heißt, wir haben hier einmal Cutoff und wir haben genau. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich sowas kopiere und es direkt darunter einfüge, dass ich die Einrückungsebene ändern möchte? Selbstverständlich. Natürlich. Vielleicht solltest du mal Visual Studio Code versuchen. Ich hab dich irgendwann soweit. 74 und 71 sind die Controller-Werte und 74 und das ist zum Beispiel jetzt so, weil wir uns da vorhin drüber unterhalten hatten, so, wie kommen diese Controller-IDs zustande? Frag mich nicht. Also es ist völlig sinnfrei, dass das Ding zwei Controller hat. Warum ist das gerade die 74 und die 71? Das ist komplett ausgewürfelt im Grunde genommen. Ja. Also ja, die TB3 hat noch ein paar mehr, aber das sind so die zwei essentiellen und das ist irgendwie so, ja. Jetzt bin ich langsam doch dabei, dass wir da so eine Factory Function, aber so eine Generatorfunktion machen, die halt dieses, weil es ist ja wirklich tatsächlich immer nur, es ist immer dasselbe und es ist nur die Controller-Number, die sich ändert. Also das wäre, ich schreibe es mal gerade, also erstmal inline hinschreiben, dann kann man es refactoren und rausziehen. Also wir haben irgendwie sowas wie create controller function wäre also eine Function, wo wir eine Controller-ID reingeben und das Ding macht im Prinzip einen Return von einer Function, die einen Value entgegennimmt. Value als Objekt. Haben wir das bei der TR8 auch so? Ja. Ja. Ja, klar, die Percent. Ach so, ja, weil, okay, das ist da deswegen so, weil hier Note und Octave auch ein Objekt ist, damit es einheitlich ist quasi an der Stelle. Genau. Damit es nicht mal so ist, ja. Okay, das ist so. Könnten sie uns auch sparen. Aber jetzt, wenn wir es dann vereinheitlicht haben, dann ist es viel leichter. Aber wenn wir dann tatsächlich mal eine Funktion haben, wo wir zwei Werte haben, dann müssen wäre wir was anderes Objekt, verwenden. Ja, nein, aber dann wäre ein Objekt, finde ich, ohnehin schöner. Das heißt, hier haben wir den Controller und hier haben wir bla bla bla, das passt. Jetzt müssen wir noch die Typen ergänzen. Das heißt, hier haben wir den Value vom Typ Percent. Was wir zurückbekommen, ist ein Controller vom Typ MIDI Value und ein Value vom Typ MIDI Value. Und das muss ein Semikolon sein, kein Komma. Und hier oben bekommen wir eine Funktion zurück. Da würde ich einen Type definieren, eine Controller-Function. Und das ist eine Function, die Value hat und ein MIDI-Value zurückliefert. Okay, also das ist, es geht auf das da und das da vorne ist also ein Value und der Value ist ein Percent-Wert.
So, und dann haben wir bei der CreateController-Function, hier kommt eine Controller-Function zurück und der Controller ist ein MIDI-Value. So, so sähe das Ganze aus. Und dann könnten wir hingehen und könnten also hier unten sagen, Cutoff ist CreateController-Function mit dem Controller 74. 74. Genau. Ja. Und Resonance ist die, nee, 71 war es. Der DJ Techno-Styler schreibt gerade, was mir auch im, im Kopf rumgeht, aber das sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Dass er sich nicht helfen kann, aber das Function-Keyboard nicht mag und lieber die Arrow-Function nutzt. Ja, genau. Also da haben wir unterschiedliche Ansichten, wobei ich eine gewisse Logik habe, der ich folge. Mhm. Ich kann es zumindest begründen, warum ich wann was verwende. Also es steckt ein System dahinter. Und zwar ist der Punkt, dass eine Arrow-Function ja das äußere this captured. Wohingegen eine Funktion, die du mit dem Function-Keyword definierst, einen eigenen Scope aufmacht. Und deswegen verwende ich Arrow-Functions in der Regel nur da, wo sie als Callback fungieren, weil ich da bei einem Callback in der Regel das äußere this tatsächlich capturen will. Jetzt zum Beispiel an dieser Stelle hier habe ich mit this a nichts am Hut und b gibt es kein äußeres this, was ich einfangen wollen würde. Insofern fände ich es hier falsch, das äußere this sozusagen zu capturen. Also natürlich gibt es ein äußeres this, es macht nur keinen Sinn, das zu benutzen. Insofern fände ich es hier falsch, das sozusagen zu capturen und innen reinzuziehen. Und wenn man jetzt hier noch eine Arrow-Function hinschreiben würde, das dann sogar da noch reinzureichen. Und weil dann auf einmal nämlich diese Funktion ein This-Binding hat auf hier außen, was ich da, wo ich sie nachher verwende, nicht erwarten würde. Und deswegen schreibe ich an dieser Stelle das Function-Keyword hin. Also ich mache da eine ganz bewusste Unterscheidung, ob ich einen Scope capturen will oder halt nicht. Das ist meine Logik. Wobei du dann dahinter streng genommen die innere ist trotzdem als Arrow-Function schreiben müsstest, der Logik folgen. Es ist kein Callback. Ja, das stimmt auch wieder. Also ich schreibe Arrow-Functions in der Regel wirklich dann hin, wenn ich eine Funktion inline als Parameter an was anderes übergebe, was ich hier nicht tue. Und immer wo ich wirklich eine Funktion definiere für mehrfache Verwendung später, da nehme ich das Function-Keyword. Aber das, auch das ist Geschmackssache. Also da kann man auch so und so argumentieren. Und man kann auch natürlich sagen, okay, this wird ja hier sowieso nicht verwendet. Insofern ist doch völlig egal, ob es gecaptured wird oder nicht. Das ist halt auch mein Ding. Ich bin da eigentlich ein Fan von irgendwie, das ist ja Begründung angenommen. Ich mache es eigentlich auch rein Arrow-Function, also rein anonyme Arrow-Function. Ich kann deine Begründung auch annehmen, ich kann sie auch verstehen. Ich bin auch manchmal hin und her gerissen. Also gerade bei diesem, so wie wir es jetzt in Zeile 18 haben, dieses Const und dann Arrow-Function, ich habe es auch schon erlebt, dass ich selbst dadurch den Überblick verloren habe, was ist jetzt eigentlich Function und was ist tatsächlich eigentlich eine Value-Zuweisung, wo mir das Function-Keyword dann vielleicht doch geholfen hätte, ein bisschen mehr die Übersicht zu wahren. Aber halt die Early Returns und so, das ist für mich dann, also gerade wenn nur ein Wert zurückgegeben wird, ist es irgendwie schöner in einer Linie. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie da zwei Arrow-Functions hintereinander hast, ist es manchmal auch echt schwer, auf einen Blick zu sehen, was da eigentlich passiert. Also ich finde zum Beispiel gerade sowas hier, finde ich ganz gruselig, weil du überhaupt nicht mehr, wenn du den Code von oben nach unten scannst, weil du durch diesen Einzeiler überhaupt nicht mehr wahrnimmst, wenn du nur den Zeilenanfang liest, dass da eine Funktion definiert wird. Wohingegen, wenn da halt steht, const add ist gleich function, bla bla bla, dann, und dann kommt hier irgendwas da sehe ich, ohne was zu lesen, da ist eine Funktion. Das hier geht halt sehr schnell unter. Da könnte außer, auch das da, ja? Außer man nutzt halt wirklich, also man macht wirklich hardcore funktional und es gibt einfach sonst keine, also dass wirklich alles eine Funktion ist. Selbst konstante Werte definierst du halt als Identity Function, was durchaus auch cool sein kann, wenn du wirklich rein funktional Vollgas gibst, ist das super. Aber es stimmt schon, in so gemischten Codebases, wie wir es jetzt auch hier haben, ist es vielleicht auch sinnvoll, das wirklich so zu tun. Ja, kann man, glaube ich. Es ist am Ende, man muss jetzt keinen Krieg dafür führen. Ja, das ist ja nicht wie Tabs oder Spaces. Kriege muss man sowieso nicht führen, egal für was. Nee, definitiv nicht. Okay, so. Das heißt, das hier sollten wir jetzt hier aber rausziehen.
Und wir sollten mal noch kurz über den Namen reden, ob das passt. Ja. Also hier unten, finde ich, sieht es komisch aus. Ja. Ich wäre ja fast, genau, ich bin ja normalerweise jemand, der sehr auf lesbare Namen, auf ausführliche Namen, auf schreib doch bitte explizit hin, was du meinst, mach nicht irgendwelche komischen Abkürzungen und so steht. Jetzt werden diese Dinger, die wir da, diese Controller-Messages, die heißen in MIDI, also entweder Control Change oder Continuous Controller, da ist man sich nicht mal einig, wofür das CC steht, soweit ich weiß, die werden häufig einfach als CC bezeichnet. Ich wäre ja schon fast geneigt, hier zu sagen, lass uns das einfach CC nennen. Dann ist nämlich klar, der Cutoff ist der CC74 und Resonance ist der CC71. Das ist kurz. Das ist für jemanden, der weiß, wie MIDI funktioniert, nachvollziehbar. Allerdings blutet mein Herz, wenn ich das da lese. Carbon Copy oder was heißt das? Also, Carbon Copy. Ich bin, ja. Also so wie du es jetzt, wenn das tatsächlich der Sprech ist in MIDI, dass man sagt CC74, dann würde ich sogar sagen, ja, in dem Fall. Also es ist im Kontext Synthesizer, im Kontext elektronische Geräte, mit denen man Musik machen kann, ist CC, glaube ich, genauso gängig wie in der Webentwicklung HTML. Dann lass uns insofern das nutzen. Fände ich es jetzt auch nicht so schlimm an der Stelle. Wenn es wirklich wenn es fachlich auch so ausgesprochen wird. Also ich hab's zumindest, das ist eine super Begründung. Ich hab's immer so gemacht. Na, du bist jetzt halt aber auch gerade unser Fachexperte an der Stelle, dann müssen wir jetzt auf dich vertrauen. Ja, also was ich halt noch blöd finde, ist im Grunde genommen, dass hier jetzt nicht mehr klar wird, dass das eine Funktion ist, die eine Funktion zurückgibt. Ja. Also da fände ich sowas wie getCC oder so schöner. Get ist aber auch Get ist halt auch so ein Unwort. Wir sind im Grunde genommen, es ist auch eine Factory-Function, die wir da aufrufen. Also könnte man auch irgendwie create, wie wäre es, create Controller? On oder sowas vielleicht noch? Also dass die 74 noch irgendwie oder die Zahl noch Teil des. Wie wäre es denn damit? Auch eine Idee. Ist das denn eine ID? Der Controller. Also das andere ist der CC Value. Wie heißt das Ding vorne? CC Key? CC ID? CC irgendwas? Muss ich ehrlich gesagt passen? Weiß ich nicht. Also es erfüllt den Zweck einer ID, weil du damit halt den jeweiligen Controller eindeutig identifizierst. Insofern hat es die, es fungiert als ID. Man könnte halt entweder so, wie du es geschrieben hast, halt die 74, oder halt create controller with ID und dann nur die 74 reinzugeben. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt dann die Entschuldigung. Wobei ich dann ehrlich gesagt die Variante ohne with ID, aber mit Objekt besser finde, weil die Funktion damit etwas generischer ist, besser erweiterbar. Und wenn ich das jetzt hier vergleiche, dann ist der Aussagegehalt von dem oberen nicht wirklich höher als der von dem unteren. Unten habe ich aber eine flexiblere Funktion, wo ich im Zweifelsfall noch einen zweiten Parameter, zum Beispiel einen Default-Wert mitgeben könnte. Wenn ich das jetzt hier oben machen würde, dann hätte ich keine Ahnung, was ist jetzt was. Hier unten könnte ich halt sehr schön sagen, sowas zum Beispiel. Mhm. Also es macht jetzt mit Default-Value gerade nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber es ist halt so das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Gut, da kann man jetzt auch wieder, aber wir schweifen auch ab. Also mach so. Man könnte nur so wieder argumentieren, das ist jetzt so eine Funktion, die an so vielen Stellen eingesetzt wird. Mhm. Und zwar so, wie wir sie jetzt haben. Wird sie tatsächlich mal erweitert für alle oder macht es dann nicht Sinn, eine neue Funktion für den einen Case, wo du sie erweitern musst, zu schreiben? Mhm. Also weil die ja so simpel ist, stelle ich in Frage, dass sie jemals erweitert wird. Aber ja, sag niemals nie. Von dem her machen wir es einfach so. Da muss das Ding jetzt? Aber oben jetzt ID, also so wie du es jetzt gerade machen wolltest mit also, ID. Okay. Ah, ja.
Also finde ich halt, also es hat natürlich auch so ein, kann man auch sehr lang und breit drüber streiten. Ich finde halt prinzipiell, wenn da einfach nur irgendeine Zahl steht oder einfach nur irgendein boolscher Wert steht, die sind selbst, die sind selten selbsterklärend. Das stimmt. Spätestens wenn es zwei davon sind, ist es meistens ätzend. Von daher wäre ich da tatsächlich eher dafür zu haben, hier zu sagen, create controller, die ID. ID ist ein MIDI-Value und wir kriegen einen Controller zurück und nee, Moment. Und der Controller hier ist die ID. So. Also so. Mhm. Ja. Mhm. Und dann können wir jetzt nämlich das Create-Controller und das Controller, das können wir rausziehen. In beispielsweise das, ja, lass es uns mal hier nach Instruments auslagern. Das können wir nachher immer noch gucken, wo wir das tatsächlich hinpacken. So, jetzt brauchen wir erstmal 27 Millionen Imports. Also in Visual Studio Code könntest du einfach Import All machen, dann hättest du alles. Das stimmt. Und dann müsste ich alle Imports durchgehen und überall gucken, ob nur lib da steht oder ob er die relativ... Nein, das kann man ausstellen. Das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, wie super gut das funktioniert hat. DJ Technostyler hat gerade noch was Schönes geschrieben, nämlich nimm die lange Variante. Wenn ich an eine Codestelle von einem Mathematiker bei uns komme, dann sehe ich immer nur A gleich 42. Riftel, Rattem ist gleich A. Ja, genau. Also das... Definitiv. Kenne ich lustigerweise auch von einer Mathematikerin, mit der ich mich sehr lange gestritten habe, warum es sinnvoll wäre, Variablen nicht einfach nur A, B, C, D, E, F, G und so weiter zu nennen. Und ja. Wie weit könnte man in der Mathematik sein, wenn man dieses Paradigma aus der Programmierung übernehmen würde? Mathematische Formeln. Ah, oh, wie herrlich wäre das. Oh, wobei, da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Die Mathematik hat uns einiges voraus. Ja, vielleicht. So, das heißt, wir haben hier Create Controller und das kommt an der Stelle tatsächlich nicht aus MIDI, weil es instrumentenbezogen ist und Percent haben wir hier nicht mehr drin, weil das über die Create Controller implizit reinkommt. Das finde ich eigentlich schon ganz nett jetzt so. Mhm. Und jetzt ist einfach nur noch der Punkt, dass wir jetzt nicht mit Drumsets zu tun haben, sondern mit Sounds. Und diese Sounds, muss ich gerade mal gucken, wie das eigentlich ist. Das ist nämlich wieder so etwas interessant gelöst. Die TB3 hat nämlich verschiedene Bänke von Sounds, also quasi so Gruppen von Sounds. Mhm. Theoretisch kannst du nämlich nur maximal 128 Klänge haben, weil MIDI-Value ja nicht mehr Werte abbilden kann. Aber das wurde halt umgangen mit diesen Bänken. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Bänke das hier sind, ob das tatsächlich echte Bänke sind oder ob das... Oh, du bist so nah am Mikrofon, das ist, als ob du neben mir stehst. Atme dir gerade mal nicht ins Ohr. Ja, danke. Okay, also das kann ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb nicht sagen. Insofern, ich, also da, vor allem die Klänge, die heißen halt A01, A02, A03 und so Wunderbar. Weiter. Irgendwann dann B01, B02 und so weiter. Insofern, das macht jetzt halt irgendwie wenig Sinn, das hier über so eine Map abzubilden. Das heißt, da würde ich jetzt tatsächlich hingehen und sagen, man gibt halt eine Zahl ein, welchen Klang man halt haben will. Könnte man ja über die Create-MIDI-Value-Funktion machen, dann sitzt... Achso, wir wissen nicht, ob es 127... Ja. Im Moment können wir erstmal, würde ich erstmal davon ausgehen, es sind nur 127, alles Weitere gucken wir später. Also, dass wir Support für mehrere Bänke haben, das haben wir im Moment sowieso nicht. Ja. Insofern würde ich jetzt hier einfach mal sagen, wir haben hier einen Sound, der hat einen... Das ist ein MIDI-Value und damit ist das Ganze eigentlich auch völlig hinfällig, weil was sollten wir hier zurückgeben? Das macht ja nur Sinn als Mapping. Quasi, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil dann kannst du ja gleich, also wenn du jetzt sagst, ist Klang Nummer 47, da brauche ich ja nicht nochmal das in eine Funktion reinstecken, die mir dann zurückgibt, oh, du meinst Klang 47. Das ist ja ein bisschen sinnfrei. Und im Prinzip... Eine Identity-Function, aber ja.
Ja, und im Prinzip haben wir das Gleiche bei der Note auch, weil jetzt die TB3, die hat ja Noten, C, D, E, F, G, A, H, C und so weiter. Die gibt es in verschiedenen Oktavhöhen. Ja. Das heißt, eigentlich würden wir sowas reingeben, um es wieder rauszukriegen. Das macht auch nicht so wirklich Sinn. Also diese spezifischen Dinge bei Synthesizern, die machen eigentlich nur Sinn, die halt wirklich spezifisch sind und über, ich habe die und die Note in der und der Tonhöhe hinausgehen. Insofern kann man sich das meiner Meinung nach hier auch sparen und dann ist das die ganze Implementierung des TB3-Objekts. Ist ein bisschen weniger als vorher. Ein paar Zeilen weniger, ja. So, jetzt können wir nämlich bei der TR8, da können wir jetzt hingehen und das Create Controller importieren und da können wir dann sagen Bass Drum Tune, okay, das ist jetzt Create Controller 20. Dann haben wir Bass Drum Attack, das ist die 21. Wir haben Bass Drum, wo ich mir immer unsicher bin, ob es Decay oder Desay heißt. Weißt du es? Nein, ich hatte es immer als Decay ausgesprochen, aber... Und das war, glaube ich, die 22. So, und damit kommt der ganze Krempel weg. Kannst du das mal... Doch, ja. Mach doch den Bass Drum Compressor, also ID-Reihenfolge 20, 21, 23, 22, das ist mir vorher schon immer ins Auge gesprungen. Ja, aber das hat den Grund, das ist die Reihenfolge der Drehregler auf dem Gerät. Ah, okay. Oh, da war auch. Also, na gut. Ist auch, das meine ich mit, das folgt keinem besonders logisch nachvollziehbaren System. Und weil das jetzt so schön einfach geworden ist, können wir es eigentlich jetzt auch gerade für die restlichen paar Sachen machen. Das geht ja jetzt echt flott. Also, das ist ja jetzt. Jetzt können wir mal gucken, ob wir mit Multicursor irgendwas richtig Cooles basteln können. Hey, mit meinem Wim Makros wüsste ich jetzt wie. Schauen wir doch mal, was ich ohne Wim Makros hinzaubern kann. Also, wir haben. Jetzt schmeiße ich erstmal hier gerade ganz viel. Okay, ich habe vorhin gesagt, ich heb's auf. Ich heb's doch nicht auf. So. Bis hierhin. So. Ich dünne erstmal aus. Also überall das Public Keyword kann weg. Praktisch ist, dass all diese Funktionen 5 Zeilen lang sind. Mhm. Dann haben wir, Moment, wie muss das jetzt aussehen? Bla bla bla, Doppelpunkt, Create Controller und dann die ID. Ich erkläre es jetzt einmal laut, weil vorhin danach gefragt wurde. Ich drücke jetzt die Shift-Taste, Command und nach rechts, um das Zeilenende, also bis zum Zeilenende zu markieren. Sag jetzt Doppelpunkt, damit ersetze ich den Rest der Zeile. Und jetzt weiß ich ja, es sind immer ab hier gesehen die 1, 2, 3. Zeile, wo die Controller-Nummer kommt. Das heißt, ich drücke Shift, gehe dreimal runter, drücke einmal, ich halte die Shift-Taste weiter gedrückt, drücke jetzt einmal Command links, um an den Zeilenanfang zu springen, weil ich eventuell an unterschiedlichen Stellen gelandet sein könnte. Und gehe jetzt, ich habe immer noch Shift gedrückt und gehe jetzt mit Option rechts nach rechts, bis ich hier bei der Zahl bin. Sag jetzt Leerstelle, Create Controller, Klammer auf, ID Doppelpunkt. Drücke jetzt Option rechts, um ein Wort weiter zu springen, also hinter die Zahl. Markiere den Rest der Zeile und einmal Cursor runter, um die nächste Zeile zu markieren. Lösch das. Leertaste, geschweifte Klammer zu, runde Klammer zu, Komma und nochmal Leerzeile löschen. So, und dann haben wir's. Wow! Achso, und das Set muss natürlich hier überall noch weg. Also auch da einmal mit Command D durchsteppen. Und erst jetzt? Buchstaben markieren, Edit-Menü aufmachen, Text unter Menü, Lowercase und wir haben's. So nice. Macht man das. Cool. Und das ganz ohne VI. So, ja, das können wir jetzt. Der Vorteil an VI, ich hätte das aufgezeichnet und könnte es jetzt auf 10 weiteren Files genauso machen. Aber es ist schon ziemlich fancy, was du gerade gemacht hast. Ich bin beeindruckt. Wenn wir das jetzt noch mit den Notes machen, ne? Dann. Ach so, wobei, nee, da macht das nicht so viel Sinn. So eine Create Notes Function. Wobei, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Haha, ich krieg dich noch zur funktionalen Programmierung. Ich hab doch gar nichts gegen funktionale Programmierung. Ich weiß. Du bist trotzdem immer noch das Class-Keyword. Ja, manchmal macht es ja auch Sinn. Ja, stimmt. Manchmal. Manchmal.
Zum Beispiel, um zu demonstrieren, warum man nicht objektorientiert oder wenn man den HTML in eine Klasse setzen muss, dann würde ich auch noch das Class-Keyword verwenden. So, jetzt, jetzt hat DJ Technostyler gerade gefragt, was, wie, nochmal, wie hast du das Lowercase gemacht? Ich zeige es gerne nochmal. Das hat man nämlich nicht gesehen. Das ist das Blöde, das habe ich nur gesagt. Das ist nicht sichtbar, weil das außerhalb des gescherten Bereichs liegt. Im Prinzip, ich mache es jetzt mal exemplarisch hier oben, wenn ich die Bs von Bassdrum groß haben wollte. Also übrigens, also ich könnte jetzt Bass markieren, 1, 2, 3 mal Command D drücken und hätte das Bass markiert. Jetzt mit dem Cursor einmal nach links gehen, Shift einmal nach rechts, um die Bs zu markieren. Es gibt einen wesentlich einfacheren Weg, wie ich das machen kann. Ich gehe vor die erste Stelle und drücke Control. Kennst du das, wenn man manchmal Sachen einfach so aus dem FF macht, aber wenn man es erklären soll, keine Ahnung hat, was sie... Sehr gut sogar. Control, Shift, Cursor unten. Damit markiere ich nämlich jetzt innerhalb der Spalte zeilenweise. Habe jetzt vier Cursor untereinander und drücke jetzt einmal Shift rechts. Dann habe ich das B jetzt markiert. Jetzt gehe ich ins Edit-Menü, also oben in der Menüleiste. Das ist halt jetzt, wie gesagt, außerhalb des sichtbaren Bildbereichs. Also ich öffne das Edit-Menü. Da drin gibt es ein Text-Untermenü und in diesem Text-Untermenü gibt es unter anderem die Punkte Uppercase und Lowercase. Und da nehme ich jetzt Uppercase. Bevor ich das jetzt mache. Okay, nehme ich Uppercase. Und man sieht, das ist jetzt komplett Uppercase. Und dafür gibt es auch noch einen Shortcut. Ich könnte jetzt auch einfach Command-K, Command-L und dann hätte ich den ganzen Kram wieder Lowercase. In wem ist es übrigens Tilde? Nur so. Hast du ein bisschen schneller erklärt. Ja, dafür brauchst du in Vim 3 Stunden, um zu erklären, wie du im Zweifelsfall wieder rauskommst. Das stimmt. Ganz einfach. Du weißt ja, da gibt es ein Repo tatsächlich, habe ich die Woche irgendwo gesehen, die unterschiedlichsten Wege Vim zu verlassen. Und da gibt es auch teilweise übelstes Gehacke. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Escape, Doppelpunkt, nee. Q, Ausrufezeichen, Enter. Aber das funktioniert ja eigentlich immer. Aber trotzdem, also das ist einer von 3 Befehlen, die ich in Vim kann. Ja. So, jetzt waren wir an dem Punkt, ob man hierfür auch eine anlegen will. Es wäre halt im Wesentlichen... Also würde so aussehen. Bassdrum wäre create irgendwas mit Note C und Octave 2. Würdest dir halt das Typing und du würdest halt an einer Stelle das verändern können. Also es wäre ein bisschen flexibler, es wäre einheitlicher aus, aber es hat jetzt auch nicht den wahnsinnigen Mehrwert. Stimme ich dir jetzt durchaus zu. Wobei ich sagen muss, es sieht halt einheitlicher aus. Es ist nicht so jetzt, wenn man da jetzt so drüber scrollt, ist das immer so ein bisschen so, die eine ist so, die andere ist so geschrieben. Das könnte man jetzt halt hier vielleicht noch ein bisschen netter machen. Zumal du der Regel folgst, create little for one, create literal for one, create factory for many. Hast du dir die gerade ausgedacht oder gibt's die wirklich? Nein, die gibt's wirklich. Ich weiß nicht, ob sie sich der ich habe einen Sprachfehler, Eric Elliott ausgedacht hat, aber in seinem Buch beschreibt er sie zumindest. Okay. Okay. Ist nur die Frage, was wir statt X nehmen. Create, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass man eigentlich einen Begriff bräuchte für Note plus Oktave. Ja. Da gurken wir aber schon seit 3 oder 4 Livestreams rum und haben keinen. Und wir haben es ja schon mehrfach auch versucht irgendwie, also ich meine, im dümmsten Fall wäre es das hier. Ja. Okay, dann machen wir da eine Create Note Octave. Gut, das ist halt eigentlich, was man generiert, ist ja schon auch wieder eine Identity Function, aber wenn man jetzt aus dem Funktionalen könnte, könnte man es Create Note Octave Identity nennen, aber. Ha. Ach so, ja. Oder man nennt sich tatsächlich Loadershare und macht Identity draus oder Ramda oder welche funktionale Library man auch immer. Also du könntest jetzt auch wirklich sehr, sehr viel verallgemeinern. Was lachst du? Noctave. Ist auch gut. Sehr schön. Das könnte ein guter Bandname sein. Noctave. Oder Noctave. Also du könntest jetzt da wirklich eine sehr, sehr generische Funktion schreiben. Also das ist tatsächlich halt die Identity-Funktion, die dir
eine Funktion liefert, die das zurück, was du da reingegeben hast, und es einfach Identity nennen. Aber ja, was aber im Grunde genommen heißt, ich kann auch einfach das hier hinschreiben, so theoretisch. Also es kommt ja auch auf selbe raus. Ja. Dann es fehlt halt nur wieder die Typisierung. Das ist das Einzige. Also, aber dann ist ja es jetzt halt nicht so. Ist ja fast das gleiche wie hier, jetzt halt nur als Arrow-Function geschrieben. Das stimmt. Es ist halt dann nicht vereinheitlicht, aber eher auf der anderen Seite. So kannst du halt ne, zu Create Noctav, jetzt sag ich selber schon fast, zu Create Noctav gehen, ich nenne es jetzt so, und per Referenzsuche dir halt rausfinden, wo man es überall verwendet. Sir Brokerlot hat gerade einen Vorschlag gemacht, wie wäre es denn mit Create Pitched Note? Das finde ich eine sehr coole Idee, weil etwas zu pitchen heißt ja, es hoch oder runter, also das kennt man von Autotune zum Beispiel, oder auch von dem Pitchband-Regler, mit dem man so diese, das habe ich gerade an keinem der Synthes hier, die in der Reichweite sind, kein Beispiel, aber das ist ja dieses, wenn du so stufenlos quasi die Tonhöhe erhöhst oder verringerst, so ein Wow, und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, muss ich zugeben. Gut, to pitch a note heißt eine Note angeben, von dem her. Ich schaue hier gerade nebenher bei Leo. Aber ja. Weil dann, das fände ich, ja doch, ich mag das. Gefällt mir. Vielen Dank für den Vorschlag. Das heißt, wir hätten hier ein Import Note from Note. Wir hätten ein Import Octave from Octave. Und wir hätten einen Type Pitched Note. Und das wäre ein Note vom Typ Note und ein Octave vom Typ Octave. Und den müssen wir noch exportieren. Ambrosius hat gerade noch mal gefragt, ob man seinen Vorschlag mit der Schreibweise C-2, F-Sharp 3 und so weiter. Es ist halt wieder so ein enkodiertes, also ich finde mit Note und Octave ist es halt irgendwie explizit. So ist es halt wieder so enkodierter String, den man dann an der Stelle, wo man es braucht, vermutlich auch nochmal dekodieren muss. Wobei man ja sich einen Create Pitched Note from String bauen könnte. Wäre auch eine Idee. Ich fange mal mit dem einfachen Teil an. Ich nehme an, du meinst den Pitchband Controller. Ja. DJ Technostyler hat gerade noch vorgeschlagen, in der Musik gibt es den Begriff der Oktavierung. Ja, das ist ja also quasi eine Oktave, ist ja dann dieselbe Note halt nochmal eine Ebene oder Schicht quasi höher oder tiefer. Octavate Note finde ich auch nicht schlecht, ist mir aber ehrlich gesagt vom Wort her schlicht und ergreifend zu umständlich. Also Octavate, da weiß ich jetzt schon, wo ich mich 100-mal verschreiben werde. Finde das Wort relativ, ich finde es auch relativ schlecht lesbar. Und wenn dann die Octavated Note noch kommt, wie gesagt, finde die Idee prinzipiell nicht schlecht. Pitched ist einfach vom Wort her einfacher. Ja, mir gefällt Pitched auch besser. Und das mit der Schreibweise, das möchte ich gerade nicht so übergehen. Also nicht, also ich behalte es mal im Hinterkopf. Vielleicht kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Also von daher nicht wundern, dass wir jetzt gerade nicht näher drauf eingehen. Irgendwie kriegen wir es vielleicht rein. Müssen wir mal gucken. Das wäre dann hier Create Pitched Note. Ja, wobei das ja keine Pitched Note generiert. Da müssen wir uns vorsichtig sein, sondern es generiert so eine Funktion, die einen Pitched Note zurückgibt. Ja, wobei das hier streng genommen auch keinen Controller generiert, sondern eine Funktion, ja, die einen Controller. Wobei man noch argumentieren könnte, dass ein Controller als Funktion, das ist immer noch was ausführt, wohingegen eine Pitched Note für mich was ist, was nichts mehr ausführt. Oder man spart sich halt tatsächlich hier die Funktion, also das ist als Funktion und man nimmt halt den Wert, statt es aufzurufen. Ich hätte noch eine Idee. Damit kommen wir auch weg von der Identity-Funktion. Weil wir wandeln ja hier nachher den Kram von Percent, oh mein Gott.
von Percent bzw. Prozent in ein MIDI-Value um. Das heißt, wir MIDIfizieren es ja quasi. Und rein technisch gesehen kennt MIDI sowieso sowas wie ein C2 nicht oder ein FIS5, sondern rein technisch gesehen sind die Tasten auf der Klaviatur einfach von Überraschung von 0 bis 127 durchnummeriert. Hätte ich fast geraten. Ja, na, sowas. Das heißt, und was man machen könnte, und dafür haben wir sogar eine Funktion, die das macht. Wir haben nämlich irgendwo eine, hier, getNoteValue. Die macht nämlich genau das. Die nimmt einen Notenwert, die nimmt eine Oktave und berechnet daraus, eigentlich sollte das ein MIDI-Value sein. Ein MIDI-Value. Und wir könnten im Prinzip hier bei dieser Funktion hier, könnten wir nämlich statt diesem Tuppel auch einfach direkt ein Note-Value zurückgeben. Können wir auch. Weil dann haben wir es schon direkt. Jetzt sind wir doch voll in der MIDI-Abhängigkeit, ne? Das war ja genau das, was wir ja hier eigentlich raushaben wollten. Wobei wir es jetzt mit Create Controller wieder Vollgas drin haben. Ja, wobei wir wir haben eine Abhängigkeit auf MIDI drin, weil wir mit Werten aus Wertebereichen von MIDI arbeiten, aber wir haben die technische Bindung an MIDI raus, weil wir nicht mehr auf die MIDI-Library an dieser Stelle zugreifen. Ja. Also, dass es MIDI-Werte sein müssen, da hatten wir ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, wo findet denn diese Umwandlung statt? Von den musikalischen Werten in die MIDI-Werte. Und das haben wir jetzt ja beim Controller schon entschieden, hier. Also wäre es ja eigentlich logisch, es bei der Note auch hier zu machen. Ja. Und dann wäre das hier ja ein CreateNoteValue quasi. Nur, dass es halt, es generiert halt nicht direkt den Notenwert, sondern es generiert eine Funktion, die den Notenwert hat. Das wäre mir an der Stelle jetzt aber eigentlich egal, weil das in diesem internen Kontext nicht wirklich relevant ist. Und von außen sieht man ja, dass Bassdrum eine Funktion ist. Das sagt einem ja das Typsystem. Das heißt, das rufe ich dann auf. Und dass das, was ich dann da aufrufe, entstanden ist über den internen Aufruf von CreateNoteValue, das fände ich akzeptabel. Machen wir es mal so, damit wir weiterkommen. So, und die CreateNoteValue, gewinne ich da jetzt was, wenn ich die jetzt dupliziere? CreateNoteValue, wahrscheinlich schreibe ich es doch größtenteils neu. CreateNoteValue. Das heißt, wir haben hier... Was? Eine Pitched Note. Haben wir doch jetzt vorher angelegt. Können wir sie jetzt hier auch verwenden. Ach so. Okay. Mein Gedanke war, dass wir das dann gar nicht mehr bräuchten. Ach so, ja. Auch eine Idee. Hm. Aber nutzen wir nicht das Pitched Note, werden wir ja vermutlich bei der TB3 und so nochmal brauchen, weil da gibt man das ja. Also Pitched Note, das Konzept als solches von Pitched Note finde ich nicht schlecht. Als dieses Zusammenspiel. Ja, okay. Können wir ja trotzdem machen. Also wir haben CreateNoteValue. Wir geben hier eine Pitched Note rein. Ja, wobei ich jetzt gerade überlege, ob dann hast du ein Objekt im Objekt. Ja. Hieße, man würde es so angeben. Fände ich jetzt fast schöner. Auch wenn das wiederum jetzt nicht ganz so flexibel ist, aber. Und was hier rauskommt, ist ein MIDI-Value. Nee, Quatsch. Das ist ein Note-Value, eine Note-Value-Funktion quasi. Die hat aber keinen Input quasi. Die gibt immer dasselbe zurück. Und die liefert jetzt einen MIDI-Value. 0 bis 127, meintest du doch, oder? Ja, genau. Ja, also die liefert einen MIDI-Value. Ich habe nur gerade überlegt, ob das nochmal in irgendeinem Objekt gerappt ist oder so, aber nee. Das heißt, wir hätten hier Create MIDI. Achso, und das wäre dann jetzt nämlich die Create Note Value from Dingsbums. Das ist diese die Get Note Value. Brauchen wir die dann überhaupt noch? Ja. Weil dieses Ausrechnen quasi die so und so vielte Oktave plus so und so viel mal 12 Halbtöne, das müssen wir schon machen. Das ist übrigens auch MIDI-spezifisch, ne? Mhm. An der Stelle. Mhm. Das hat eigentlich in den Elements gar nichts verloren. Das ist richtig, ja. Warum ist das da drin?
Wahrscheinlich, weil wir hier nur Note gelesen haben und Note und Octave und dann dachten, ja, ja, das ist irgendwie ein Musikkonzept. Aber das, das stimmt, sein. Das ist was MIDI-spezifisches. Oder weil es dann verwendet wird, irgendwo in Bar, Metronom oder so. Eigentlich auch nicht. Schieben wir es mal dahin. Und ja, meine Frage war jetzt gerade, ob Create Note Value und Get Note Value nicht ein und dasselbe sind eigentlich. Ja, ja, das ja, ist halt einmal eine Funktion ja. zurückgeführt, die Get Note Value. Ach so. Ach so. Weil wenn du jetzt hier Get Note Value, du müsstest ja jetzt zuerst berechnen und dann nur das, den Rückgabewert zurückgeben, oder? Nochmal. Ach so, lass uns jetzt mal fertig schreiben. Ja. Meinst du, dass man das quasi hier schon macht, den Note-Value einmal berechnen und dann eine Funktion, die einfach nur diesen vorberechneten Wert zurückgibt? Ja. Genau, dann ist die GetNoteValue doch überflüssig. Wieso? Dann kann man immer... Weil wir hätten jetzt ja hier dann als Rückgabe-Dingsbums hier eine Funktion, die jetzt einen MIDI-Value zurückliefert. Ach so, nee, du kannst einfach direkt die GetNoteValue zurückliefern. Ja, guten Morgen, stimmt. Und zwar ohne Argumente, ja. Ja. Das, darauf wollte ich hinaus von Anfang an. Können wir nicht, weil wir jetzt nämlich die Pitched Note nicht reingereicht bekommen. Weil das Ding soll ja nachher keine Parameter haben, was wir da zurückgeben. Insofern müssen wir es so rummachen. Weil die GetNoteValue hat ja Parameter. Wir wollen ja aber eine Funktion haben, die keine Parameter hat. Ja. Ich häng gerade. Das geht auch irgendwie. Aber ja, du hast recht. Also Percent brauchen wir hier definitiv nicht. Get MIDI Value from Percent brauchen wir definitiv nicht. Wir brauchen aber die Pitched Note. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich das hier so lese, bin ich mir nicht sicher, ob ich das cool finde. Weil jetzt hast du diese Indirektionsebene drin. Was ist nochmal eine Pitched Note? Und jetzt, warum ist das jetzt an der Stelle kein Objekt? Sollte das nicht wie überall sonst auch ein Objekt sein? Ach nee, das ist schon ein Objekt. Hier würde ich tatsächlich eher mit Note und Octave arbeiten. Mhm. Note ist Note und Octave ist Octave. Und das kommt aus Punkt, Punkt, Elements. So. Das liefert eine Note-Value-Funktion zurück. So, die GetNoteValue brauchen wir noch. Import GetNoteValue from Punkt, 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 MIDI GetNoteValue. Das ist dann hier Note und Octave. Und das ist not assignable to type MIDI value, weil das hier falsch typisiert ist. Das muss nämlich hier MIDI value sein. Ach so, das mit MIDI. Aha. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das hier mit dem MIDI value geht. Aber der MIDI value ist ja nicht ein Number, sondern das hast du dir ja die Mühe gemacht, tatsächlich von 0 bis 127 zu typisieren. Was haben wir denn jetzt für ein Problem? Octave ist Number und 1. Nee. Offset? Moment. Operands of plus operation must either be both strings or both numbers. Dann auch beides nochmal. Was ist ein Octave? Er findet Octave nicht. Das ist das Problem. Ah. Octave, ja, achso, ja, Octave, das, ja. Klar, das kommt jetzt aus Punkt, Punkt. Hallo. Ja. Punkt, Punkt, Music, Elements, Octave. Und das gleiche haben wir bei Note auch. Mhm. Jetzt ist das Problem weg. Was ist jetzt hier das Problem? Weil die Note-Offsets hast du auch, musst du auch noch importieren.
Oder verschieben am besten. Die Datei node-offsets.ts ist auch noch in Elements. Die müsstest du da noch in die MIDI. Ach da, ja. Wobei, das ist tatsächlich etwas, was unabhängig von MIDI ist, weil das angibt, wie viele Halbtonschritte wir jeweils vom C entfernt sind. Okay, ja, dann kannst du es, musst du es nur den Import anpassen. Das heißt, das ist Punkt, Punkt, Music, Elements, Note Offsets. Okay, so, ja, jetzt. Na, also. Der, jetzt müsste er sich eigentlich beschweren. Weil? Value nicht zwingend ein MIDI-Value ist. Ich mache die Datei gerade mal zu und einmal so. Aha. Und fertig. Ist die Laube. Sollte man da nicht Create MIDI Value draus machen, damit man wieder. Damit wir sicher gehen, dass wenn wir das ja. Stück abspielen, also den Track, den wir uns dann ausdenken, irgendwann mal. dass wir dann mittendrin crashen, weil irgendwo. Genau. Nein, du hast ja recht. Wir könnten ja auch Create MIDI Value statt es thrown zu lassen, halt, wie sagt man denn, wenn man eine Kurve begrenzt? Gibt es auch einen Begriff für? Also, wir könnten bei 0 und 127, also wenn es größer ist als 127, geben wir halt 127 zurück. Wenn es kleiner ist als 0, geben wir halt 0 zurück. Limitieren? Ja, nee, es gibt doch. Egal. Ja, ist das eine Schallwelle begrenzt oben und unten beispielsweise? Nein, gibt es einen anderen. Vielleicht weiß es ja einer von unseren ZuschauerInnen. Ist das Get Note Value oder Create Note Value? Weil ich finde es ein bisschen komisch. Eher ein Lookup Note Value. Um ganz ehrlich zu sein, Get ist so übergebraucht, Create, es createt nichts, es baut nichts Neues, sondern es, na doch, wobei. Ja, es baut schon was Neues. Also das finde ich halt gerade so komisch, dass in der Get-Funktion ein Create aufgerufen wird. Deswegen clampen. Kam ich drauf. Cappen, clampen, clampen? Ist clampen das, was ich suche? Oje, wenn ich jetzt nach clampen google, dann werde ich wahrscheinlich Schraubzwinge. Ah, okay. Ja, ist ja auch egal. Weiß es bis zum nächsten Mal. Es ist kein Create, weil keine neue Datenstruktur generiert wird. Es ist ja tatsächlich nur ein Wert von 0 bis 127 und da würde ich ehrlich gesagt bei Get bleiben. Bleiben wir bei Get. Okay. Schön. Dann haben wir das, dann haben wir das. Jetzt können wir die endlich importieren. Import Create Note. Hätten wir sie jetzt Create Note Value genannt, dann hätte man ganz schönes Problem gehabt an dieser Stelle. So, jetzt kann das hier raus und wir haben das, was wir vorher hatten. Yay. So, jetzt wird's einfacher. Jetzt darfst du wieder deinen Trick von vorher. Ich markiere das hier, weil das taucht in diesen Zeilen hier nicht auf, aber das taucht bei jeder von denen da auf. Das heißt, wir markieren das erstmal alles. So, was wir jetzt brauchen, ist ja erstmal Snare Drum, also den jeweiligen Namen, den haben wir ja jetzt links stehen. Dann gehen wir ans Ende der Zeile und gehen bis eins vorne dran hätte ich gemacht. Bis hierhin? Genau. Doppelpunkt. Create. Create Note Value. Note Value, Klammer auf. Clippen, das ist das, was ich gesucht habe. Danke. Entschuldigung. Aber Clippen ist doch, wenn es übersteuert. Das ist doch nicht das Begrenzen, sondern das ist doch, wenn es dann drüber geht. Als Clippen wird das Entfernen der Tasthaare von Pferden bezeichnet. Da lagen wir beide falsch. Clippen, ist es Clippen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Clipping. Ja, ich glaube, aber ich meine trotzdem Clipping. Ah. So. Ja, das ist doch jetzt schön. Jetzt brauchen wir das hier nicht mehr. Genau, das Ausschneiden von Signalen außerhalb des Eingangsbereichs. Und eben, dass wir Clippen quasi und die von 0 bis 127, dass wir links und rechts abschneiden und sagen, alles was größer ist, wird geklippt auf die 127 und alles was kleiner ist, wird auf die 0 geklippt. Dann hast du keine Errors, sondern klingt dann halt im Zweifel komisch, ist aber besser, als wenn der Song abbricht. Ja. Stimmt. Okay, so. Jetzt haben wir das hier so. Also diese Struktur, dass man es jetzt nach Trommeln
nach Trommeltypen sortiert hat. Das finde ich gut. Das macht es ein bisschen übersichtlicher. Also wenn da jetzt überall noch die Leerzeilen rauskommen, so finde ich, kann man das eigentlich sehr schön lassen. Ja. So, und bei der TB3, ja, okay, die ist einfach. Und bei dem System 8 ist es, glaube ich, noch einfacher. Da ist nämlich bislang, außerdem, dass ich einen Klang einstellen kann, gar nichts implementiert. Super. Das heißt, das hier können wir direkt rausschmeißen. Und im Prinzip brauchen wir damit keine System 8-Klasse, Stand jetzt. Ja. Oder Klasse ist es ja sowieso nicht, ist ja ein Objekt. Aber damit haben wir eigentlich erstmal ist so, wie wir es brauchen, wie wir es haben wollten. Okay, so. Wow. Jetzt können wir hingehen. Damit haben wir den fachlichen, musikalischen Teil, glaube ich, erstmal drin. Verwenden wir jetzt Pitched Note eigentlich irgendwo? Nee. Nö, also das heißt, dann nehme ich das auch nochmal raus. Ja. Wenn wir es nochmal brauchen. Ich werde es in 2 Minuten wieder anlegen. Dann machst du nichts. So, ich finde das jetzt soweit erstmal ganz gut. Was mich stört, ist, dass unter Lib Create Percent und Percent direkt rumliegt. Das gehört da nicht hin. Das ist tatsächlich, ich bin jetzt gedanklich wieder bei dem doofen Namen Utils. Ja, hatte ich auch gerade im Kopf. Wenn man mal nicht weiter weiß, dann schafft man sich einen Utils-Ordner. Wollen wir das nächste Mal vielleicht ein Refactoring machen? Ey, da sind wir seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten inzwischen dran. Ich freue mich aber echt auf den Tag, wo wir endlich mal an dem Punkt sind, wo wir wirklich mal Musik machen. Also irgendwann muss das ja mal kommen. Ich glaube, wir müssen unseren Perfektionismus mal über Bord schmeißen und tatsächlich einfach mal machen. Aber wir haben das letzte Mal gemerkt, es lohnt sich, weil das einfach wesentlich besser strukturiert und verständlicher und alles wird und irgendwie insgesamt logischer und meistens ja sogar auch ein bisschen fehlerfreier. Ja. Gerade kam noch die Frage auf, ist der Code auf GitHub? Ja, ist er. Den Link können wir gerne gleich mal in den Chat posten. Und ich fand den Vorschlag von Sir Brokolot gerade sehr cool, einen Math-Namespace zu machen. Zum Beispiel. Da können wir auch die Clipping-Funktion reinmachen. Ja, warum nicht? Na, wobei Clipping jetzt kein mathematisch. Mach noch ein Physics. Ich mach mal einen Math-Ordner. Ja, okay. Hoppla. Falsches Fenster. So, einen Math-Ordner. Und weißt du, was mich an Atom da auch ein bisschen stört, ist, dass der neue, also dass das so ein Model sein muss, wenn man einen neuen Ordner eingibt. Das finde ich ein bisschen. Warum kann das nicht inline passieren? Verstehe, was du meinst. Kann ich dir auch nicht sagen. Ja, man auf hohem Niveau, aber ich finde immer so Models sind immer so, sind so inflationär gebraucht. Naja, gut. Okay, dann haben wir das überall aktualisiert. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch überhaupt noch drin ist. Also, das ist ja jetzt eigentlich nur noch die technische Implementierung von den Sachen. Und da waren wir jetzt ja an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt verschiedene Output Device-Typen, irgendwie sowas. Local MIDI Output und Networked oder Remote MIDI Output oder irgendwie so. Also ich hatte ja vorhin, ganz am Anfang, als ich es erklärt habe, habe ich ja gesagt, ja, wir haben irgendwie Eingabedinger, das haben wir jetzt ja jetzt. Und wir haben irgendwelche Ausgabedinger. Und diese Ausgabe, die kann halt entweder direkt ein Hardware-Device sein, das kann theoretisch auch ein Software-Device sein, das kann auch irgendein Netzwerk-Endpunkt sein, auf den wir es ausgeben, wo es von dort remote irgendwo hingeleitet wird, wo es dann wiedergegeben wird. Und eigentlich könnte man da tatsächlich sagen, wir haben verschiedene
Also es sind Klangerzeuger, die wir jetzt ansprechen an der Stelle. Und das könnte zum Beispiel ein Synthesizer sein. Das wäre dann entweder ein Hardware- oder ein Software-Synthesizer. Oder das könnte ein Remote-Synthesizer sein. Mhm. Beziehungsweise man könnte sagen, wir haben Synthesizer und die sind entweder lokal oder remote. Mhm. Was hältst du davon? Mhm. Weil, gut. Wenn man jetzt mal vom Wort her Synthesizer, also Klangsynthese, das ist ja gerade das, was wir da machen. Jo. Das sind ja die Geräte. Das heißt, wir hätten einen Synthesizers Ordner und dann gibt es einen Local Synthesizer und einen Remote Synthesizer. Passt das? Oder ein MIDI-Synthesizer und ein Network-Synthesizer? Oder? Das schon eher, wobei der Network-Synthesizer ist halt jetzt die Frage, was schickt denn der eigentlich über die Leitung? Schickt der die Node-Value-Sachen, Objekte, also unsere Objekte über die Leitung, oder schickt der MIDI-Sachen über die Leitung? Wahrscheinlich, so wie wir es jetzt gebaut haben, würde er MIDI-Sachen über die Leitung schicken. Dann ist es ja eher ein MIDI-Synthesizer und ein, also Local MIDI-Synthesizer und ein Remote MIDI-Synthesizer. Wir können es aber auch, wenn wir es im MIDI-Ordner machen, einfach Remote und Local Synthesizer nennen. Das finde ich. Ich würde es jetzt da erstmal hinpacken. Wir fangen mal mit dem Local Synthesizer an. Ja, weil da kannst du ja eigentlich einfach das kopieren, was in Instrument schon drin ist, oder? Ja. Okay, ich schneide es mal hier aus, füge es da ein. Da können wir nämlich jetzt schon mal den Ordner löschen. Das ist schon mal gut, weil dann ist diese Altlast nämlich mal weg. So, ja. Dann müssen wir das Ding auf jeden Fall mal umbenennen in Local Synthesizer. Mhm. Und das ist keine abstrakte Klasse an der Stelle mehr, weil von dem müssen wir jetzt ja tatsächlich eine Instanz erzeugen. Ja. Und der hat eine Connection, das ist wie gehabt, das kommt über die Easy MIDI Library. Jetzt stimmen natürlich die ganzen Imports nicht. Also alles, was ..midi ist jetzt nur einfach .slash. ..music, das passt, müsste eigentlich so stimmen. So, ja. Dem übergeben wir quasi den Port vom MIDI, also welcher MIDI-Interface-Port, welches MIDI-Interface-Channel das Ganze ist. Und der hat jetzt, das wären jetzt tatsächlich Public-Funktionen, weil das ist das, was wir ihm jetzt von außen sagen, mach mal. Nur, dass wir ihm jetzt hier quasi. Ja, doch, klar. Das ist jetzt, also der Controller ist auch ein MIDI-Value, was er jetzt schicken soll. Daran ändert sich ja nichts. Wobei ich das jetzt, glaube ich, nur noch Set-Controller nennen würde, dass wir den Controller auf einen bestimmten Wert setzen. Mhm. Dann hätten wir ein Select-Sound, was ein MIDI-Value ist, wo er halt das entsprechende Program-Change schickt. Und wir hätten ein Play-Note, nur dass wir jetzt hier keine Note und Octave mehr reinkriegen, sondern dass wir hier einen Note-Value reinkriegen, was nichts anderes ist als ein MIDI-Value. Und dann muss der nämlich hier auch nicht mehr hingehen und GetNoteValue aufrufen, weil warum sollte er das tun? Sondern der sagt jetzt einfach hier, mach mal. Und das Gleiche machen wir hier nochmal. Dann haben wir nämlich auch diesen doppelten Aufruf weg. Mhm. Und dann haben wir noch einen Stopp, was einfach ein Note. Ach, guck mal, da gehen wir sogar Node-Value von 0 bis 127 durch und schicken auf allen Node-Off, damit Ruhe ist. Und das wäre die Implementierung des Local-Synthesizers und damit braucht er auch die Abhängigkeit auf ..music nicht mehr und damit ist das Ganze etwas einfacher geworden. Und weißt du, was das Schöne auch daran ist? Wir könnten diesen Local-Synthesizer, also für die Remote-Connection, den können wir bei dir in einen Song reinstecken und der wird von dort aus getriggert. Oder wir können ihn bei dir an einen HTTP-Server hängen, der von mir das Zeug kriegt und... Ganz genau. Ha. Also langsam, ich meine, wir haben, also wenn wir jetzt so den üblichen Zeitrahmen bis 21 Uhr mal nehmen, dann haben wir noch 40 Minuten. Langsam steigt meine Zuversicht wieder, dass wir heute doch noch mal ein paar Töne zu hören bekommen. Baldig, schnell. Genau, also... das kann weg. Also im Prinzip haben wir damit ja jetzt den Unterbau umgebaut. Jetzt ist die große Preisfrage, wie viel müssen wir jetzt am Song und so ändern, damit das Ganze wieder läuft? Oh je. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Arrangement, da haben wir den Song. Okay. Gut, das Instrument, das braucht man ja nach wie vor. Nein. Doch. Nein. Nein, doch. Nee, wir brauchen kein Instrument mehr. Nein, doch. Oh, aber wir müssen doch irgendwas reingeben, was gespielt werden kann, oder? Ja, aber das sind die Bars. Da hängen die Patterns dran.
Und die Patterns erzeugen wir ja, vielleicht sollten wir, weißt du was, lass uns nicht beim Song anfangen. Lass uns bei uns, also nicht bei der Songklasse, lass uns bei unserem Song anfangen, beziehungsweise in der App.ts. Ja. So, da haben wir den New David Golo Song und da werden Connections aufgemacht. Das stimmt insofern nicht, als das System 8 gerade nicht angeschlossen ist. Und die zweite TB3 auch gerade nicht. Schade eigentlich. Auf der anderen Seite, es wird gerade eh nicht verwendet, insofern tut es auch nicht weh. Können wir auch einfach mal drin lassen. Vergessen wir auch nicht, auf welchem MIDI-Kanal das Ganze läuft. Ist ja prinzipiell kein Problem. So, und dann sagen wir jetzt hier, das war ja unser Server, unser Dummy-Server. Das passt ja anscheinend alles. Mhm. Dann haben wir... Serie Songs. Genau, da dann haben spannend. Wir den Songs-Ordner und da haben wir eine Index. Und da haben wir eine Get-Instruments und mich wundert, dass da gerade nichts rot wird. Ja, das kann mich auch. Das kann doch nicht sein, dass das funktioniert. Ah, weil LibIra das vielleicht alles noch exportiert. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist natürlich Käse hier. Der müsste jetzt im Prinzip TB3 TR8 aus Music Instruments exportieren. Und das hätten wir dann hier als TB3 und TR8. So, das macht jetzt schon mehr Sinn. Das heißt, wir gehen nochmal in die App.ts. Aber hier ist immer noch alles gut anscheinend. Dann gehen wir in die Index hier rein und gehen von da aus in die Get Instruments. Aha, so, das ist jetzt schon besser. So, TB3, TR8. So, Get Instruments. Die brauchen wir doch jetzt auch gar nicht mehr. Die brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen keine Instruments mehr. Ja, da haben wir jetzt nur hier noch die Initialwerte, die vielleicht noch ganz interessant wären. Die müssen ja irgendwie noch zu den Geräten kommen. Aber das können wir auch im nächsten Schritt machen. Aber das stimmt, eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr. Ich schmeiß das mal raus, ja? Was machen wir mit diesen Werten? Ach, die waren eh geraten. Also 64 ist einfach die Mitte. TB3 Sound 1 ist einfach der erste und hier ist nur wichtig, dass wir auf die TR9 schalten. Okay. Aber die ist ja eh gerade aktiv. Solange wir jetzt an der nichts ändern, passiert ja nichts. Okay. Also ich schmeiß die Datei mal raus. Ja. So, dann in unserer Index haben wir jetzt hier kein Get Instruments mehr. Das heißt, wir machen das hier nicht. Das kannst du jetzt im Prinzip als Importer. Aber die brauchen wir ja hier gar nicht, weil die werden in den Patterns benötigt, wo die Patterns definiert werden, um die Patterns zu definieren. Die Instrumente hier spielen, die sind für die Tracks im Grunde genommen relevant, aber da brauchen wir eigentlich nur die Connections reinzureichen. Weil da ist jetzt nur wichtig, über welche Connection soll das jeweils abgespielt werden. Ja. Das heißt, das hier entfällt. Und das hier ist jetzt jeweils nicht Instrument, sondern das ist im Prinzip die Connection. Und das ist dann hier connections.tr8. Connections.tr8. Ja, und das können wir einmal vorher rausziehen. Da können wir nämlich einmal vorher sagen, TR8, TB3, System 8 ist gleich Connections. Ist das genau die Zeile, die da eben schon mal stand? Nee, gerade eben stand da Get Instruments. Stimmt. Stimmt. Okay. Und dann haben wir die Connections auf die Instruments auf die Connections gemappt. Ja. So. Und das müsste es doch hier eigentlich schon gewesen sein. Ja. Jetzt müssen wir hier die Basisklasse ändern. Das heißt, wir gehen in den Song. Instrument fliegt hier raus. Instruments fliegt hier raus. Instruments fliegt hier raus. Instruments fliegt auch hier raus. This Instruments fliegt hier raus. Deswegen liebe ich Klassen.
Du meinst, weil man dann nur bei der objektorientierten Programmierung, weil man genau eine Stelle hat, an der man alles... Genau, eine einzige Stelle, wo man 5-mal löschen muss. Und this. Naja. So, und jetzt müssen wir im Prinzip... Moment. Genau, warum war Instruments da überhaupt drin? Ja gut, die Tracks haben halt jetzt... Die Tracks müssen wir anpassen. Der Track kriegt jetzt keine Instrument mehr, sondern eine Connection. Okay, dafür sollten wir vielleicht jetzt erstmal hier in den Track gehen. Das heißt, der kriegt eine Connection und das ist eine MIDI. Moment. Der kriegt doch eine MIDI-Connection. Ja. Hoppla. Und damit das halt wieder hier in einem Arrangement von Music und haben halt wieder die Abhängigkeit auf MIDI, aber auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, wir bauen halt nun mal gerade eine MIDI-App. Ja. Es wird wahrscheinlich leichter, wenn wir das mal irgendwann abstrahieren müssen. Wenn wir, lass uns weitermachen. Ein Punkt weniger. MIDI Connection. Jetzt nur gerade da nochmal rein. Ja, genau, das ist Port plus Channel, das passt. So, damit haben wir jetzt die Tracks. Und jetzt haben wir hier das Problem, dass wir hier nämlich nicht wissen, welches Instrument das ist, sondern hier kriegen wir die Connection. Und über die sagen wir jetzt, spiel mal bitte eine Note ab. Und das funktioniert nicht, weil wir nicht die Connection brauchen, sondern wir brauchen jetzt, das ist nämlich der Punkt, wir geben nicht die Connections hier rein, sondern wir müssen jetzt einen Local Synthesizer anlegen mit der Connection von der TR-8. Und der Synthesizer hat eine Playnote. Genau. Und das machen wir nicht in der Song-Basis-Klasse, weil sonst wäre jetzt ja, oder wo machen wir das jetzt? Das würden wir jetzt hier machen, dass wir jetzt hier im Song sagen. Track. Ja, in dem Song sage ich, auf dem Track läuft der Synthesizer. Also, das heißt, wir brauchen den Local Synthesizer. Das heißt, den müssen wir hier noch exportieren. Jawohl. Import from MIDI Local Synthesizer. Ich bin gerade voll. Wir haben noch 31 Minuten. Wird das noch was? Das wäre. Into place. Das wäre schon cool, wenn es klappt. Ja. So, Local Synthesizer. Und das heißt, in unserem Song sagen wir jetzt hier: New Local Synthesizer. Mit der Connection TR8. Und jetzt ist der Punkt, jetzt legen wir natürlich hier nicht viermal denselben Local Synthesizer an, sondern wir machen das einmal. Ja, klar. Und wir machen auch das hier nicht mehr, sondern wir sagen, wir haben eine TR8, das ist ein neuer lokaler Synthesizer mit der Connection, die für die TR8 gedacht ist. Und das gleiche machen wir mit der TB3. Das ist die Connection, die für die TB3 gedacht ist. So, und dann sagen wir nämlich, bleiben wir nämlich hier dabei, das läuft bitte über die TR8. Jetzt kannst du Connection noch in Synthesizer umbenennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum gebe ich hier Connections rein, warum gebe ich hier nicht in den Song rein. Die Synthesizer rein. Das macht doch irgendwie mehr Sinn, wenn ich hier sagen würde, ich habe ja hier die ich lege hier den David Golo-Song an und da definiere ich vorher ein paar Synthesizer, die an bestimmten Verbindungen hängen. Ja. Das heißt, wir würden hier sagen, const TR8 ist gleich new local synthesizer. Das heißt, den müssen wir hier holen. Ich bin bei bar gerade wieder an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, bar, haben wir auch fu? Aber... Siehst du, ich denke bei Bar immer an Essen und Getränke. So, New Local Synthesizer, der kriegt eine Connection und die Connection ist das da unten. Das da unten. Ist das tatsächlich schon, ja, ist es. Ja, klar. Const TB3 ist gleich New Local Synthesizer. Connection ist das da.
Und System 8 ist MX1 USB 4 Channel 1, auch wenn wir das Ding, wie gesagt, nicht brauchen. Und dann haben wir hier jetzt nämlich nicht Connections, sondern wir haben Synthesizers. Und dann geben wir da die TR8, die TB3 und das System 8 rein. Und das können wir noch schön in eine Zeile schreiben. Und das sieht doch schon, ja, das sieht doch gut aus. Und das macht jetzt irgendwie viel mehr Sinn, jetzt zu sagen, wir haben hier einen Synthesizer, der ist an dem und dem Port und so angeschlossen. Und den verwenden wir da drin, um diesen Song abzuspielen. Weil jetzt trennen wir halt wirklich das Generieren des Songs vom Abspielen des Songs. Und das ist eine gute Sache. Übrigens, als wir das gerade von Bar hatten, Sir Brokelot hat geschrieben, also ich bin voll im Thema und denke natürlich an einen Takt. Es beruhigt mich sehr, dass wenigstens einer von uns hier mitdenkt. Ja, also übrigens völlig egal, ob das jetzt gerade ernst oder ironisch von dir gemeint war. Ich fand's gut. Ja. So, ja. Jetzt müssen wir in den David Golo-Song gehen. Wo ist er denn? Hier. Da Synthesizer machen. Und das heißt, hier haben wir jetzt Synthesizers und die Synthesizers. Ich würde jetzt mal hier gerade sagen, das ist ein Array. Nee. Nee, Moment. Ist es nicht. Du hast es TR8 und alles genannt. Sonst fehlt das. Die Connections hast du da in Connections definiert. Mach ein Objekt. Ich sehe gerade nicht, wo das hier definiert ist. Hilf mir mal kurz auf. Oben, ach, da. Importiert. Oben. Ja, das ist von hier. Da kannst du jetzt im Prinzip Synthesizers machen. Da wo haben wir so quasi die Instrumentenabhängigkeit das letzte Mal definiert. Ja, das aber sollte man das nicht vielleicht hier drin machen? Ja, kannst du. Deswegen sagte ich ja, mach doch da einfach jetzt Klammer auf. Mhm. Also das kommt weg. Ja. Das heißt, das hier kommt weg. Genau, und dann ist nämlich hier einfach ein Objekt. So, und dann haben wir eine TR8. Das ist ein Local Synthesizer. Das ist jetzt aber blöd, dass man da jetzt ein Local... Aber das ja, können wir ja vielleicht das können noch. Wir noch. Genau, das machen wir noch. Das ist jetzt nur damit, weil wir gerade noch keine Basisklasse haben. Ja. Aber das wäre ja nachher, dass wir da noch eine einführen, allgemein Synthesizer und dann... Mhm. Dann kannst du nämlich die 19 und 20 rauskicken. Yep, genau. Und die 21 auch. Synthesizers. Dann... Was ist jetzt hier das Problem? Achso, ist declared but never used. So, dann sagen wir hier, die haben jeweils einen Synthesizer, auf dem sie laufen. Das macht jetzt irgendwie auch mehr Sinn. Das heißt, wir müssen nochmal in die Tracks rein. Ja. Mach doch... Ganz klar, du musst nachher nochmal ranpacken, wenn du jetzt nicht eine Synthesizer-Oberklasse definierst, dann müssen wir nachher überall wieder da durch. Von dem her ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, die schnell zu definieren. Das reicht ja, wenn das erstmal nur ein Interface ist. Hast recht. Also das heißt, wir duplizieren das Ding hier. Wir sagen, wir haben einen wie auch immer gearteten Synthesizer. Das ist ein Interface. Braucht ja eigentlich nur die Play-Funktion, ne? Die Play und die Stop reicht uns an der Stelle. Ja, und Select Sound und Set Controller. Braucht es das? Also braucht es das tatsächlich im Interface vom Synthesizer? Ja, lass halt mal drin. Also Set Controller. Select Sound. Das mache ich jetzt übrigens zum Beispiel nicht so gerne mit Multicursor, weil dafür sind mir die Funktionen zu uneinheitlich. Das hat kein Default Value in einem Interface. So, das ist das. Und die Stop, die ist einfach. So, damit haben wir hier keine MIDI-Connection mehr. Damit haben wir hier keinen Output und keinen Channel mehr. Jetzt will er hier die Shorthand-Schreibweise haben. Das heißt, so und so. So und so. So und so und so und so.
Ich lege dir sehr ein ESLint-Auto vom Matter ans Herz. Noch so ein Thema, wo wir uneins sind. Du weißt, wie gern ich die Dinger mag. Ich weiß. Ich lecke dich doch nur. Genau, Implements. So, das heißt, wir haben hier ein Implements-Synthesizer. Tada, okay. Ich finde das aber, das möchte ich noch dazu sagen, ich finde das so gut, dass wir da immer so unterschiedlich sind, dass das, weißt du, wie sagt man, das grounded mich auf Englisch, das holt mich auf den Boden der Tatsachen, den Boden der Tatsachen zurück. Nee, also das setzt das immer so in Relation, dass irgendwie dieses Vollautomatische und alles und pipapo eigentlich auch nicht immer das Coolste ist. Also ja, ich beginne dann drüber nachzudenken, so okay, ist das eigentlich wirklich so cool? Weil es gibt tatsächlich, fällt mir dann auch auf, Momente, wo es mich nervt. Und am Ende kommst du zu der Einsicht, dass der liebe alte Golo doch retten hat. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Du hast bei vielem recht. Bei sehr vielem, aber. Nein. Ich finde es, nein, also das, nee. Das ist ja auch das Wichtige, finde ich, dass man halt auch gegenseitig irgendwie voneinander lernt. Genau. Und, das ist, ich sage immer, das ist wie in einer guten Beziehung, dass man braucht eine gewisse Menge an Gemeinsamkeiten, sonst kommst du einfach auf keinen grünen Zweig und auf keinen vernünftigen Nenner. Aber du brauchst auch eine gewisse Abwechslung oder eine gewisse Spannung oder eine gewisse Unterschiedlichkeit. Das Wort gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, damit es spannend bleibt. Und wenn das irgendwie konstruktiv ist, dass man sich dann gemeinsam quasi an der Hand nimmt und sich gegenseitig voranzieht, das ist so meine Idealvorstellung von Zusammenarbeit. Und das genieße ich immer sehr, wenn das funktioniert. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Also das finde ich sehr schön. Ja, da hast du recht. Sag ich doch. Da hat der gute Golo recht. So. jetzt wollten wir zu den Tracks gehen. Hier den Synthesizer holen und hier brauchen wir keine MIDI-Connection mehr, sondern wir brauchen einen Synthetisierer-Synthesizer. So, damit sieht es jetzt hier schon ein bisschen besser aus, aber irgendwie auch noch nicht gut. Was ist denn jetzt hier das Problem? Achso, ist defined but never used? Ja, was ist jetzt hier noch? Hier das? Ja, da muss jetzt Synthesizer das vorne dran schreiben. Ja, klar. Punkt. Genau so natürlich nicht. So. Da kam gerade noch ein paar Kommentare. Also zum einen ging es um. Wir fangen mal von vorne an. Also, erstmal Sir Brocolot hat gefragt, gibt es da kein Alt-Enter für? Das hat aber DJ Techno-Styler schon beantwortet. Danke. Golo nutzt kein VS Code. Ja. Genau, also immer noch nicht. Und Atom, ich wüsste nicht, dass es geht. Vielleicht gibt es ein Plugin, um das zu machen, aber ich tendiere dazu, Dinge eher nochmal hinzuschreiben, statt irgendwas, ja, also David nickt schon, genau. Dann Martin hat gefragt, bin nach 2 Stunden Pause zurück. Welcome back. Sind Local Synthesizer die Geräte, aka Connections, ja, die wirklich lokal angeschlossen sind, ja. Genau das, weil wir haben, ich weiß nicht, wann du gegangen bist, wir haben quasi die Erzeugung der Patterns und der musikalischen Konstrukte getrennt von der Audioausgabe und die Synthesizer kümmern sich jetzt nur noch um die Audioausgabe und da unterscheiden wir halt zwischen denen, die lokal sind und denen, die remote sind, weil das Ziel ja war, dass nachher David das abspielen kann und es bei mir läuft. Und diesen Remote-Synthesizer haben wir noch nicht, aber allzu viel fehlt auch nicht mehr auf dem Weg dahin. Und wir bauen jetzt gerade die Songstruktur so um, dass das halt mit diesen lokalen Synthesizern funktioniert. Lass ich mal unkommentiert so stehen. Dann, das sind quasi die Instrumente, die eine Connection nutzen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also Instrumente, genau, also die Synthesizer, also die Klangerzeuger quasi. Und Pluruto hat gerade gefragt, hat jemand eine Buch- oder Ressourcenempfehlung für funktionale Programmierung, vielleicht auch an dich gerichtet, David?
Ich habe tatsächlich keine gute. Wenn du richtig Hardcore Functional Programming lernen willst, dann empfiehlt sich das über eine Functional Programming Language zu tun, also Scala oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also dann Haskell. Eher halt wirklich Haskell beispielsweise. Boah, Haskell ist richtig heftig. Das ist gut. Wenn es im Kontext von JavaScript, kann ich dir als Ressourcen auf jeden Fall Eric Elliott empfehlen. Der macht da ganz viel. Da habe ich auch her. Ich habe es hier liegen. Sein tolles Buch, Composing Software, was eigentlich nur eine ich halte es nochmal in die Kamera. Was eigentlich nur eine Ansammlung von Blogposts ist, aber halt gut zusammengestellt. Und generell hat er ein paar ziemlich coole Ressourcen auf seinem Blog und folge ihm einfach auf Twitter, was funktionale Programmierung angeht. Und tiefer gehen, wenn du es wirklich lernen willst in JavaScript respektive TypeScript, dann schau dir mal die Ramda-Library an, beziehungsweise such nach, ich habe den Link leider gerade, oder ich habe es gerade nicht im Kopf, der Blog, wie er heißt, aber wenn du nach Ramda suchst und TypeScript, beziehungsweise JavaScript, findest du den wahrscheinlich, wo gerade so Sachen wie Points-Free-Programming mit Ramda und so weiter sehr, sehr gut erklärt sind. Und das sind so drei, glaube ich, gute Ressourcen, wo man mal auf jeden Fall starten kann damit. Ja. Ja, und Martin hat gerade noch geschrieben, okay, danke, also gerne. Dann kann man gleichzeitig lokal und remote Synthesizer einsetzen, cool. Ja, kann man, also das wäre die Idee. Der einzige Haken dabei könnte eventuell, also was heißt könnte, wird wohl sein, dass du natürlich bei Remote Synthesizern eine andere Latenz hast als bei Geräten, die lokal angeschlossen sind. Und dass das wahrscheinlich, also das Ohr hört sowas sehr schnell, dass es sich irgendwie so ein bisschen laid back dann anhört teilweise. Das könnte etwas seltsam wirken. Das kann man natürlich versuchen zu kompensieren, indem man die lokalen mit gewisser Anzahl von Millisekunden delayed. Aber das halt stabil hinzukriegen, das ist dann die hohe Kunst. Und ich glaube, das geht über das, was wir mit dem Projekt vorhaben, hinaus. Also wahrscheinlich kriegst du bessere Ergebnisse, wenn du es entweder komplett remote machst und dann auch nur auf eine Zielmaschine und nicht auf fünf verschiedene oder halt komplett lokal. Aber prinzipiell ja. So, jetzt Imports should be sorted. Ach so, das ist einfach, weil das da jetzt da drunter muss. Okay. So, oh, jetzt ist hier nichts mehr rot. Das ist schon mal schön. Jetzt sind wir noch beim Song. Und das kann auch nicht mehr so wild sein. Du musst jetzt die Synthes. Nee, die brauchen wir gar nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr, weil wir die aus den Tracks kriegen. Das ist nämlich jetzt hier, dass wir hier den Synthesizer rauskriegen und jetzt einfach auf dem Synthesizer sagen, Play Note. Und jetzt haben wir nämlich hier, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Da haben wir nämlich jetzt Note Value. Moment. Oh, ich hasse diese Fehlermeldung von TypeScript. Der erwartet jetzt ein Note Value und wir, den müssten wir jetzt hier im Prinzip den Note Value berechnen, weil wir es in den Steps. Ja, aber in den Steps dürften doch gar keine Notes Ach so, und ja. mehr drin ja, sein. Ja, aber wir müssen das Step noch anpassen. Das haben wir noch nicht gemacht. Du musst jetzt erst in den Step rein. Stimmt. Das heißt, Preisfrage, wo kommt der her? Patterns. Oh je, das kann halt jetzt natürlich... Okay, das gilt jetzt alles. weil das jetzt natürlich... Das ist schon mal nicht verkehrt. Rest-Step ist auch egal. Und Pattern ist eine Reihe von Steps, auch egal. Hier ändert sich's. Das heißt, hier haben wir jetzt nicht mehr Note und Octave, sondern wir haben einen Note Value. Hatten wir das jetzt? Das ist eigentlich. Nee, wir haben ein MIDI Value. Noch schlimmer. Wieso? So. Ja, aber wir haben doch jetzt hier ein Note Value. Das ist doch jetzt das, was die TR8. Also, geh mal auf Create Note Step. Beziehungsweise geh mal in unser Patterns oben rein. Ja, das müssten da wir quasi. Da sagen wir doch jetzt genau. Genau, das müssten wir quasi umschreiben. Also hier können wir erstmal sagen, das wäre jetzt klein geschrieben, TR8. Ja. Und dann haben wir nämlich jetzt hier TR8.bla. Und das liefert nämlich jetzt ein MIDI-Value und das ist das, was Create Note Step nicht erwartet. Das heißt, da müssen wir jetzt Create Note Step anpassen. Dass wir nämlich hier einen Note-Value Value reinkriegen. Das heißt, hier haben wir einen Note-Value und eine Velocity und so.
Das heißt, du musst den Node-Step aber auch das Typing anpassen. Richtig. Das heißt, hier haben wir Node Value und das ist ein MIDI Value. Und das heißt, wir brauchen Node und Octave hier nicht mehr. Play Node ist dann auch. Da haben wir noch ein Problem. Haben wir nicht. Was ist das Problem? Die Factory Arguments. Oben. Musst du Node Value und Octave kann raus. Ach so, ja, das ist ja ein Pick. Ne? Manchmal sollte man auch lesen, was da steht. Okay. Das ist ganz lieb. DJ Technostyler hat gerade geschrieben, wow, ich merke gerade, dass ich heute schon 14 Stunden mit Programmierung dran bin. Ich komme voll nicht mehr mit. Respekt an Golo und David, ihr habt heute doch auch schon 8 Stunden gearbeitet. Ja. Also, ich habe heute... Was habe ich heute gemacht? Ich habe einen halben Tag JavaScript-Workshop oder JavaScript-Schulung, fortgeschrittenes JavaScript bei einem Kunden von uns gemacht. Und danach im Prinzip mit dir den Nachmittag darüber schon mal gebrainstormt und gehirnt. Ja. Dein Vormittag? Mal davon abgesehen, dass ich noch nie mitgekommen bin. Ich hab den Reactober vorbereitet. Hey! Gute Überleitung. Den Reactober, der im Oktober 6 Webinare zu React, die wir anbieten. Da habe ich heute fröhlich Tests geschrieben. Im Prinzip den ganzen Vormittag eine komplette Applikation von oben bis unten automatisiert durchgetestet. Das war teilweise meistens ein No-Brainer, deswegen geht es mir gar nicht so mies gerade. Ich komme noch ganz gut mit. Ja. Aber ja, also das ist schon, also normalerweise mache ich auch keine 8, sondern 6 Stunden Programmierung, weil ich nach den 6 Stunden irgendwann nur noch so viel Müll produziere, dass ich am nächsten Tag 2 Stunden brauche, den wieder aufzuräumen und so meinen Tag quasi über die Woche hinweg immer 2 Stunden verkürzt. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich programmiere keine 8 Stunden am Stück mehr. Hugo hat gerade noch geschrieben, ja, wie könnt ihr euch so lange ohne Pause und auch noch live konzentrieren? Wow, Respekt. Also vielen Dank. Danke. Danke an euch beide. Freut einen ja. Und ist halt, ja, wie geht das? Weiß nicht. Also jeden Tag könnte ich das auch nicht. Das ist halt natürlich dann auch, also es hört sich jetzt doof an, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so Adrenalin-Push. Mhm. So, ne? Also wenn, so eine Live-Situation ist natürlich was anderes. Ist auch was anderes als eine Live-Situation auf einer Konferenz, wo du vielleicht mal live was codest oder so, weil da zeigst du ja üblicherweise etwas, auch wenn es live ist, was du schon 100.000 Mal vorher gemacht hast. Das ist ja selten was Neues, das ist ja nicht explorativ und das ist halt hier das ganz andere. Aber ich glaube, also auf der einen Seite pusht einen das so ein bisschen, weil man halt so ein bisschen aufgeregt ist, so und ob alles klappt und ob man hinkommt und so und ja, das ist ja spannend irgendwie und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, also das merkt man ja, glaube ich, auch, dass wir jetzt nicht so ultra verbissen an die Sache rangehen, sondern wir gehen jetzt ja nicht mit dem Ansatz ran, so wir müssen jetzt am Ende genau das und das erreicht haben, boah, und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann lass mal schneller machen und Zeitdruck und so, sondern wir machen halt einfach mal. Und das merkt man ja auch, wenn man jetzt so die Livestreams über die Wochen und Monate verfolgt, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir das, was wir gemacht haben, vor 3 Wochen wieder über den Haufen werfen und ändern und neu machen. Man darf sich da, glaube ich, selber einfach nicht zu ernst nehmen. Und in gewissem Sinne genieße ich das voll, mal Sachen machen zu können, wo überhaupt niemand außer uns beiden selber im Grunde genommen danach fragt, wann seid ihr denn mal fertig damit? Weil das ist halt, insofern ist das echt entspannt. Und wenn es dann halt noch was ist, was du vom Thema her irgendwie spannend findest und ja genau das, was Matthias gerade schreibt, wenn es Spaß macht. Also, ja. Das kann man jetzt so und so lesen. So, naja, wenn es Spaß macht, so, ne? Aber das kann man auch halt lesen. Ich weiß nicht, wie es gemeint war. Ich glaube, so war es nicht gemeint, sondern wenn es Spaß macht, das ist die Lesart, die ich reinlesen würde. Und das ist genau der Punkt. Wenn du es halt gerne machst, wenn du Bock drauf hast, ich habe genau gewusst, dass das kommt. Ich wollte gerade schon sagen, als du es gesagt hast, jetzt warte ich nur drauf, dass irgendjemand die Frage stellt. Es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, Leute hier zu bannen, ne? Dass man raus! Nein.
Spaß. Also der Punkt ist, wir haben ja auch gar nicht unbedingt ein fertig im Sinn. Wir haben Ideen und so und vielleicht treten wir ja in 5 Jahren damit bei der May Day auf, falls es die dann noch gibt oder so. Wer weiß. Oder sonst was. Aber genau, oder halt der Punkt ist einfach, dafür reicht es ja jetzt schon. Aber ich bin dann aber der Mann im Hintergrund. Du darfst gerne dich auf die Bühne vorne stellen. Oh, unbedingt. Und, ich wusste, dass du das gerne machen möchtest. Nee. Nein, und das ist einfach, glaube ich, der Punkt, wenn es halt was ist, was man gerne macht, was Spaß macht, wo man auch, ja, merkt man ja, glaube ich, auch, dass wir gerne miteinander arbeiten, wo du was Kreatives machst, wo du was Konstruktives machst, das ist, glaube ich, das Geheimnis dahinter. Mhm. Und das ist natürlich, und wenn dann noch Leute dabei sind, das muss man auch mal dazu sagen, wenn dann noch Leute dabei sind, die, wo du halt merkst, die sind auch regelmäßig dabei und viele von euch, von euren Namen, so, die liest man ja nicht zum ersten Mal. Wir freuen uns natürlich, wenn Leute neu dazukommen, überhaupt keine Frage. Aber ich bin jedes Mal wieder happy, wenn ich sehe, ach, der und der oder die und die auch wieder da. Das finde ich immer jedes Mal sehr schön und da entwickelt sich ja auch so eine gewisse Gemeinschaft, halt so eine Community. Und das ist einfach, das macht halt auch Spaß und das pusht einen halt auch nochmal so ein bisschen, da halt irgendwie weiterzumachen, was Cooles zu machen. Und definitiv. Insofern ist das quasi, und wenn es für euch interessant ist und wenn euch das Spaß macht, das freut uns natürlich auch. Und das ist ja dann im Grunde genommen eine Win-Win-Situation für alle. Und insofern, man könnte jetzt böse sagen, was hätte ich denn sonst heute Abend machen sollen? Aber das wäre genug. Da fallen mir genug andere Sachen ein. Ja, definitiv. Und, ja, aber dem ist nichts hinzuzufügen. Da hat der Golo mal wieder recht. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir haben noch 7 Minuten, jetzt müssen wir langsam fertig werden. So, also das haben wir. Schauen wir mal. Spread. Ja, weil Bestrom jetzt natürlich halt ein MIDI-Value liefert, da braucht man keinen Punkt mehr. Genau, ja, das macht es ja sogar einfacher an der Stelle. Was ist denn jetzt das Problem? Du musst jetzt Note-Value-Doppelpunkt machen, oder? Ja, guten Morgen. Daran merkt man übrigens an solchen Sachen, so ganz taufrisch bin ich auch nicht mehr. Ja. Und das ist übrigens auch was ich merke, wir sind ja zu zweit und das hilft auch ungemein, finde ich, in den Livestreams. Man muss nicht ständig 100% hier rausrocken, sondern ich bin eh immer so auf 10 und der Golo macht die restlichen 90. Die 90% der Fehler. Und ja, das kommt, du weißt, aus großer, Macht folgt große Verantwortung. Das behauptest du jetzt. Okay, jetzt haben wir. Okay, sorry, dass ich jetzt. Jetzt haben wir halt ein Problem. Kommentar noch. Hugo hat gerade geschrieben, es macht super Spaß, euch beim Entwickeln zuzuschauen und mitzudenken. Sehr lehrreich. Vielen Dank. Also, danke. Wollte ich nur gerade noch, weil das habe ich gerade noch so aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Das fand ich noch sehr schön. So, wir haben Creators Create Note Step. Da müssten wir jetzt ja einen Note-Value reinstecken. Und dafür haben wir doch eine Funktion, getNoteValue, wo wir Note und Octave reinpacken. Das heißt, wir müssten doch eigentlich nur hier sagen. Meine Kamera fokussiert nicht mehr. Ah, jetzt. Wir müssten doch jetzt eigentlich nur das da machen. Und Note-Value davor schreiben. Note-Value davor schreiben. Ja, das war davor schon. Das müssen wir, glaube ich, mal refactoren. So, ich glaube, das mit dem Note-Value, das hätten wir, das... Das müssen... Ich glaube, das war ein Fehler. Das nicht, also das nicht einfach lokal, zentral zu übersetzen. Maybe. Aber it's too late. Das lässt sich aber im Zweifelsfall ja auch nochmal korrigieren. Ja. Es gibt ja ein nächstes Mal. Kein Fehler mehr. Endlich wieder refactoren, ja. So, genau. Keine Fehler mehr. Ja, das ist schön. Wir machen Song. Song ist noch rot unterkringelt. Ja, ja, gut. Aber es wird. Ah ja, das ist ja jetzt easy peasy. Ja. Step-Punkt. Note-Value. Achso, ja, das war es ja tatsächlich. Und dann haben wir jetzt hier Synthesizer of this Synthesizers. Synthesizer.stop. Haben wir Synthesizers? Nö. Nee, die sind ja in den Patterns. Du musst über alle Patterns rüber. Nee, die sind in den Tracks. Nicht in den Patterns. Du musst über alle, meine ich doch, über alle Tracks rüber. Also im Prinzip
Moment. Da könnte man jetzt eine wunderbare Funktion haben. Ja, ja, geh runter. Ich weiß wie. Vertrau mir. Ja, okay. Ich mach mal. Das const track of this tracks. Nein, in der Vorschleife. Mach einfach in der Vorschleife. Nee, Zeile 88. Const track of this tracks. Ja. Ach so, ja, jetzt tracks Synthesizer. Punkt Stop. Stop. Ja, es kann so einfach sein. Siehst du? Ah. Okay. So, dann ja, jetzt also könnte es sein, dass es läuft? Das wäre jetzt aber sehr krass. Also ich starte es mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Hätte ich jetzt ein Mikrofon, ich habe zwar eins, aber ich würde es fallen lassen. Und einfach den Livestream beenden. Ohne Scheiß. Und jetzt guck auf die Uhr. Ja, perfekt. Ja. 2 Minuten haben wir noch, um das Lokal, das Networking auszuführen. Okay, also es war sehr schön mit euch. Tschüss. Ciao. Nein, also das ist ja mega. Also das, wow. das ich will uns jetzt nicht selber loben, aber das flasht mich jetzt gerade tierisch, dass das funktioniert hat. Also weil Martin gerade fragt, wer hat gestartet. Also das ist gerade immer noch alles lokal auf meinem System. Die Remote-Verbindung haben wir noch nicht. Aber, also das werden wir wohl heute auch nicht mehr machen. Aber wir haben jetzt, vielleicht um nochmal gerade einen Schritt zurückzutreten, wir haben den kompletten Unterbau dafür geschaffen. A, Remote-Synthesizer anbinden zu können, dass wir das nächste Mal, also das heißt, nächstes Mal bist du dran, dass wir, du freust dich, okay. Dass wir das nächste Mal tatsächlich dann bei David programmieren können, bei ihm die Software starten können, aber bei mir die Synthes ansprechen können und dann was hören, wie heute, nur dass es halt dann übers Internet läuft. Wir haben zum Zweiten, das war übrigens der Auslöser, weil wir hatten ja beim letzten Mal groß angekündigt, ja, beim nächsten, also heute würden wir dann mal endlich Tests bauen und dann haben wir vorhin so überlegt, ja, wofür schreiben wir denn Tests? Und kamen dann an den Punkt, ja, dass es eigentlich alles total schwierig zu testen ist, weil wir ja eine harte Abhängigkeit an ganz vielen Stellen auf das MIDI-Interface haben, was in Hardware vorliegt und du das halt voll schlecht testen kannst. Und wir dann halt gesagt haben, ja, eigentlich müsste man jetzt ja nochmal refactoren. Boah, nee, das will bestimmt keiner sehen. Lass uns mal lieber neue Features ein. Und dann haben wir dann am Ende halt doch gesagt, nee, lass uns lieber refactoren. Langfristig ist es sinnvoller, das zu machen, als jetzt auf Biegen und Brechen neue Features reinzukloppen. Und in 3 Monaten musst du dann halt umso mehr refactoren. Und das freut mich gerade total, dass wir das eingeschlagen haben. Und das ist so schön, wenn das dann so auf den Punkt aufgeht quasi. Und vor allem, ich finde es eine Sache, die mir gerade noch auffällt, hätten wir tatsächlich das, deswegen sagte ich gerade das mit dem Node-Value-One-Fehler, hätten wir das gelassen, dann hätten wir in der gesamten Patterns-Library nicht eine Anpassung machen müssen und es hätte trotzdem funktioniert. Ja. Wobei da sieht man mal, wie gut das davor schon irgendwie abstrahiert war. Mhm. Und es ist ja wirklich nur noch die Songs-Klasse, die gerade ziemlich hässlich ist, das kriegen wir auch noch in den Griff. Ja, das denke ich auch. Und was ich, also jetzt haben wir halt hier Index und Patterns, das finde ich jetzt auch besser als vorher. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir wir sind MIDI-frei hier drin. Wir sind MIDI-frei hier drin. Stimmt. Und was ich sehr schön finde, also jetzt haben wir ja im Prinzip die eigentliche Anwendung ist jetzt, also leg 3 lokale Synthesizer an, instanziere den Song und starte den Song. Das dazwischen ist ja jetzt nur dieses HTTP-Server-mäßige, dass man zufällig irgendwelche random Patterns hinten dran hängen kann. Ja. Das würde ich übrigens mal rausnehmen, weil das wird ja ersetzt durch die Remote-Schnittstelle dann. Ja. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt nur noch eine App Remote bauen, die genauso aussieht, aber mit Network-Synthesizern arbeitet. Ja, das heißt, das bei dir alles hier eine kommt weg. Jetzt wird das nämlich auch hier eine ganze Ecke übersehen. Das ist eigentlich unsere App. Also wir connecten die Synthesizer, die hier lokal rumstehen. Wir instanzieren den Song, stecken die Synthesizer rein, starten den Song und sagen, wenn du fertig bist, beziehungsweise wenn Ctrl-C gedrückt wird, dann beende den Song und geh raus. Das ist eigentlich alles, was hier passiert. Und in dem Song gehen wir halt hin und sagen, okay, dieser Song,
der erwartet halt hier eine Reihe von Synthis, mit denen er abgespielt werden kann. Ob die jetzt aber lokal oder remote sind, ist egal. Und dann haben wir halt hier ein paar Einstellungen, nämlich ob der Song endlos weiterlaufen soll oder nicht. Also da haben wir auch schon gesagt, da müssten eigentlich eine Anzahl von Bars einstellbar sein und so, aber da müssen wir nochmal dran. Die Geschwindigkeit, dann haben wir mehrere Spuren, die jeweils über die Synthesizer wiedergegeben werden. Und dann haben wir die Patterns, also die einzelnen Takte. Liest sich ja von oben nach unten. Erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt und so weiter. Die halt jeweils Patterns auf die Spuren drauflegen. Und diese Patterns wiederum, die, das ist das, was am ehesten noch ein bisschen unübersichtlich ist, da werden halt Patterns zusammengebaut, die dann aus halt hier Schlägen bestehen, von jetzt verschiedenen Drums zum Beispiel. Und das ist vielleicht was, wo man nochmal drüber nachdenken kann, ob man das noch irgendwie ein bisschen besser lesbar hinbekommt. Weißt du, was cool wäre? Fällt mir gerade so auf. Ja. Wenn man der Bass-Drum-Funktion die Velocity mitgeben könnte, dann könnte man nämlich das ganze Ding hier, wobei, nee, dann bekommt man, ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also das kann man sicherlich noch ein bisschen vereinfachen. Ja. Genauso hier unten, das ist gerade noch ein bisschen umständlich, auch das kann man sicherlich ein bisschen vereinfachen. Ja. Aber vom Prinzip her. Und das ist der, damit definiert man jetzt halt den Song und kann ihn abspielen. Und hast du noch 20 Minuten? Sollen wir das noch fertig machen? Haben unsere Zuschauer. Also zumindest so als qualitativ schlechten Durchstich könnte man das Let's einmal. Try it. Ja, versuchen okay. Push das aber schon mal alles, dass ich mir das schon mal alles runterziehen kann. Ja, ist gut. Ich mach mal ein Git Checkout minus B. Wie nennen wir das Ganze? Refactor. Mal wieder. Refactor Instruments. Another Refactor. So, das ist ein großer Pull Request. Git Commit minus M. Das ist ein Chore Refactor Instruments. Git Push. klar, wir brauchen einen passenden Upstream-Branch. So, einmal. Und jetzt einmal auf GitHub in das AIRA-Modul gucken, Pull-Request stellen, Create Pull-Request. Refactor Instruments ist der Branch, oder? Ja. Den habe ich schon, wir können auch auf den weiterarbeiten. Okay. Da fällt mir auf, es wäre eine gute Idee, dich mal bei den Code-Ownern einzutragen. Das ist Banane, dass du da nicht drin stehst. Schlimm, ne? Können wir wann anders machen, muss nicht jetzt sein. Ja, das, ich mach's mal, damit es nicht vergessen geht. Das gehört zwar eigentlich nicht in den. Okay, ja. Okay, wir machen das irgendwann ordentlich. So, wir brauchen den Remote Synthesizer. Wir brauchen einen Remote Synthesizer. Also, das heißt, wir gehen in Lib, in MIDI, in den Local Synthesizer und wir brauchen einen. Jetzt, bei dem Remote Synthesizer gibt es ja zwei Teile. Es gibt einmal den Teil, der sendet, da wo quasi der eigentliche Song läuft. Und es gibt einmal der Teil, der empfängt, der dann einen Local Synthesizer anspricht. Ja. Wie könnten wir die nennen? Ja gut, das eine ist ja ein Remote Synthesizer und das andere ist ein eigentlich Remote ist das, to Local. Eigentlich ist das eine ein Remote Synthesizer und das andere ist ein Local Synthesizer mit integriertem HTTP-Server. Wobei, das ist auch irgendwie weird. Komm, mach schnell. Ein Remote Synthesizer und ein Proxy. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Magst du übernehmen? Weil du musst es ja dann auch ausführen. Ich bin gar nicht vorbereitet, jetzt was zu programmieren. Oh. Dafür trage ich dich in der Zwischenzeit bei den Code-Owners ein. Okay, ich mache hier mal Share-Screen, Fenster, App, teilen. Dann nehmen wir mich einmal aus dem Screensharing raus und dich einmal rein. Das ging jetzt schnell. Und dann so. Und ich habe jetzt groß getönt, dass ich weiß, was ich tue. Wo war das nochmal? MIDI, genau, hier. Also, zack. Dann haben wir einen Remote Synthesizer, haben wir gesagt.
So. Die Connection ist ja jetzt im Prinzip eine HTTP-Connection dann, oder? Ja, mal für den Brauchen Anfang. Wir überhaupt noch eine Connection? Sollen wir da eine reingeben oder stellen wir hier eine? Machen wir es schnell. Wir wollen ja im Prinzip nur Requests verschicken, ne? Ich brauche ja keinen Listener oder sowas im Remote Synthesizer, sondern ich schieße ja nur noch draußen. Ich muss ja keine konstante Verbindung aufrechterhalten. Ja. Also brauche ich ja eigentlich nur eine URL, wo ich das hinschicke. Also reicht. Ich habe jetzt gerade gesehen, im Chat wurde geschrieben, Zugabe. Aber das machen wir ja jetzt. Genau. Das heißt, im Prinzip ist das ein useless Constructor. Ich könnte halt maximal sagen, this URL ist gleich URL. URL ist dann in dem Fall ein Stream. Channel brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir uns halt nur ein Protokoll überlegen. Also für die Quick and Dirty Version wäre es ja jetzt so, dass man einfach sagt, du hast halt pro Funktion hast du halt eine Route auf dem HTTP-Server, die angesteuert wird. Auf das könnte man natürlich so machen. Post ausgelöst wird, wo die Daten im Body geschickt werden. Ja. Wie schicke ich einfache... Gott. Axios, okay. Also hätte ich jetzt genommen. Ja. Dann installiere ich das mal. Ich kenne mich mit Axios nicht so gut aus. Ich nutze meistens Node-Fetch, aber wir können auch gerne Axios machen. Können auch so, gerne Node-Fetch. So, das heißt, mir mit Axios. Ich brauche wahrscheinlich die Types von Axios noch, oder bringt das seine Types mit? Axios hat seine eigenen Typen. Also bringt sie mit. Okay. Das heißt, hier müsste ich jetzt im Prinzip Axios. Sollen wir dann einfach Post-Request machen? Ja, ich mache es immer so, dass ich Axios direkt als Funktion aufrufe. Also ohne Punkt Post. Ah, und dann als. Hier. Und dann kannst du ein Objekt nämlich reingeben und dann hast du URL und Method Post und so weiter. Okay, das heißt, die URL ist einmal unsere URL von oben mit slash set controller. Und sollen wir da vielleicht komplett auf Lowercase gehen, sowas wie Set-Controller machen? Ich finde das immer ein bisschen komisch bei URLs, wenn die Groß-Kleinschreibungen, wenn die case-sensitiv sind. Das können wir auch machen, ja. Mhm. Und dann haben wir einmal... Eigentlich kannst du dir die auch sparen, gerade zu implementieren. Wir brauchen ja eigentlich nur Playnode. Ach, haben wir keine und, Controller? Nee, also hatten wir mal vor ein paar Monaten, aber im Moment sind keine mehr da. Und im Synthesizer... Ist das aber als Interface definiert, oder? Ja. Ja, okay, das also heißt, da müssen wir halt einfach No-Op machen. Eine No-Op-Funktion, ja. Genau, und das Gleiche haben wir im Prinzip auch bei Select Sound und das Gleiche haben wir auch bei... ja, okay, Stop brauchen wir und Playnode brauchen wir. Jawohl. Also gut, dann machen wir hier also ein Axios... Genau, das kannst du mit await aufrufen. Oh, das ist ein springender Punkt. Playnode und der ganze Kram muss dann async sein. Muss es? Also muss ich hier? Ich kann so. Hier einfach eigentlich nur fire und forget. Das ist mir eigentlich egal. Machen. Stimmt, ja. Okay, dann geht's auch so. Ja. Also da haben wir die URL. Sollen wir es einfach play-node? Ja. Data ist dann der Body? Das ist, glaube ich, Data, genau. Und dann einfach ein Objekt serialisieren müsste er das selber. Hoffe dann auch, dass es URL-JSON ist. Genau, also das ungefähr ist gerade, also in der super quick and dirty Version, das ungefähr ist gerade der Plan, einen Synthesizer-Play-Service zu bauen. Und den starten wir dann bei mir, machen eine Verbindung zu David auf, er startet die Anwendung und dann kommen irgendwelche Töne raus. Channel brauchen wir nicht, eigentlich nur den Node-Value und die Velocity, ne? Das ist ja, ja das Einzige, was wir da übertragen wollen. Genau.
Timeout brauchen wir auch nicht, weil das mir auch an der Stelle egal ist. Das war ja nur. Nein, sonst. Ach so. Dann brauchen wir aber die Duration oder sowas. Die Length. Weil sonst schlägst du die Note zwar an, aber sie hört nie wieder auf. Okay. Mhm. Also, Note ist der Note Value. Das kann man auch direkt so machen. Ja. Ach so, ja. Klassenbasiert. Oh. Das. Immer dieses this. Promises must be handled appropriately. Okay. Es ist jetzt wirklich quick and dirty. Ja, natürlich will er jetzt hier den Shirt halt. Du darfst Konsole noch nicht verwenden. Ja, das fix ich. So. Das heißt, das hier speichern wir. Ja. Denn, glaube ich, brauche ich auch nicht, weil Promise must be handled nur für. Genau. Und hier Stop ist. Im Prinzip. Achso, wir bräuchten ja analog zu Playnote, bräuchten wir eine Stop-Note, wo man halt. Oder. Das ist ja im Prinzip einfach einer, der komplett einfach Stop All, ja. Oder einfach ein Stop. Wie soll man es nennen? Stop. Weil das halt alles stoppt, genau. Und vielleicht noch, dass es ein Post ist, wäre noch wichtig. Achso, das müsste oben auch noch dazu, Method Post. Ja, ja, ja. Machen wir das hier noch ein bisschen schöner. Und Stop Request. Komm, so ganz hässlich, sonst debuggen wir nachher nur in der Gegend rum. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Hm? Wenn ich es gut finde, könnte ich klatschen. Das ist auch nicht schlecht. Ah, und jetzt meckert er hier, weil wir keinen Dis verwenden. Ja, ignorieren. Ja. Ja, sonst ist es ja nicht mehr vom Interface her kompatibel. Das stimmt. Das ist uns auch hier einfach alles egal. Ah. Schwere Geburt. So, wollen wir das noch in ein Remote-Protokoll? Die Types, dass wir hier die Node Velocity Länge. Ach, wobei, wir wollen Quick and Dirty sein. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir einen Remote to Local Proxy. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Mhm. Und das ist ja jetzt eigentlich eine App für sich. Ja. Das ist keine Funktion. Das ist ja jetzt einfach eine App-TS quasi, die einen HTTP-Server aufmacht. Mit einem Express drin. Ach so. Stimmt eigentlich. Also ich würde da jetzt einfach ein HTTP importieren. Ja, da bist du jetzt besser. Ich krieg tatsächlich ein HTTP nicht aus dem Stegreif. Weißt du was? Check's ein, ich hol's mir und dann wechseln wir nochmal zu mir auf den Screen. Das ist doch eine gute Idee. Zack, den Remote Loxel lass mal raus. Kannst du mir einen Gefallen tun, noch bevor du es dann pushst? Ja. Kannst du einmal noch ein npm install express und add types express machen, weil ich habe ja im Moment etwas blöde Probleme mit npm. Jawohl. Das fände ich sehr cool. Installieren muss ich es natürlich trotzdem, ne? Ja. Naja, wobei muss ich, um es ausführen doch, zu können. Sonst schicke ich dir die Node-Modules wieder. Das haben wir heute schon mal gemacht. Was wieder an den Security-Features von macOS scheitert. Stimmt. Ja, es wird schon irgendwie gehen. Du hast nochmal irgendwas gepusht. Jetzt. Pusht. Ja, die Code-Owners. Ja, super. Okay, ist drin. Kannst du pullen. Okay, dann mache ich einmal ein Git pull. Okay, dann mache ich. Screenshare. Ja, mache ich sofort. Das Terminal habe ich ja eh nicht geshared gehabt. Dann mache ich einmal schon mal ein npm install und dann machen wir, während das läuft, machen wir einmal ein Screen Sharing.
So, also. Ja, so. Jetzt muss ich mir gerade die Fenster wieder zusammensuchen. Okay, ist da. Wow, NPM ist durchgelaufen. Ein Wunder ist passiert. Und das heißt, wir gehen in libmidi. Hattest du die nicht gerade schon angelegt? Doch, aber den habe ich nicht mitcommitted, weil da nichts drin war. Ach so, okay. Das, weißt du was, ich packe das in App rein. Als alternative App-TS. Das wäre quasi eine App, eine Proxy-TS. Ah ja. So, import HTTP from HTTP. Und ich programmiere zeitgleich, weil wir haben es ja ein bisschen eilig, kopiere ich die App-TS noch, die wir gerade haben, und stelle die um auf den Remote Synthesizer, weil das muss ich ja dann bei mir laufen lassen, tatsächlich. Verstehst du, wie ich meine? Wobei, du könntest das wahrscheinlich auch, aber... Ich habe dir ehrlich gesagt gerade nicht zugehört, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Das ist auch okay. Ich stelle das gerade bei mir um. Ich programmiere noch eine App-Remote. Die checke ich dann gleich ein, dann siehst du, was ich gemeint habe. Ach so, dass statt Local-Synthesizer dann Remote-Synthesizer verwendet werden, ja. Alles genau. Klar. Okay, dann haben wir eine API, das ist eine Express-Anwendung. API-Use, ach so, ja, ich muss den Body-Parser aber verwenden. Schon fertig. Okay, das heißt, wir machen einmal npm install body parser und add types body parser. Dann haben wir den und dann haben wir zwei Routen, nämlich einmal war es play note. Request response. Tüdelüge-Döns. Ich hab auch die body post vergessen. Ja, das ist die method post. Ja, das kannst du ja noch hinzufügen gerade. Stop, Request, Response, Tüdelü, so. Und im Prinzip brauchen wir da drin jetzt die Synthesizer. Was habe ich denn da jetzt gerade gemacht? So. Du kannst bei dem Axios noch was einbauen, wenn du gerade magst. Es müsste nämlich noch die Info mitkommen, auf welchem Synthesizer das abgespielt werden soll. Oh. Beziehungsweise die Track-Nummer wäre super. Also der wievielte Track. Nee, wobei. Nee, das kriegen wir aber bei Playnote nicht hin. Also das kriege ich bei Playnote nicht mitgeschickt. Weißt du was? Dann machen wir jetzt experimentelle Musik. Wir spielen das einfach alles über die TR8 ab und gucken mal, was bei rauskommt. Das haben wir tatsächlich nicht bedacht bei der Playnote. Ich kann jetzt nur Noten an dich rüberschicken, ich kann aber nicht mitteilen, wohin. Das heißt, eigentlich müssen wir denselben Song initialisieren. Nee, das geht auch nicht. Schade. So, also ich bin mal jetzt ganz billig unterwegs und mache einfach mal, ich schicke einen 200er zurück und mache die Verbindung zu, egal was du schickst. Ja, das ist gut. So, und beim Playnote gehen wir jetzt hin und sagen tr8.playnote. Also, was genau schickst du jetzt im Body? Die Note Value, Velocity und Length. Und das heißt dann play note, note value, velocity und length. Okay, ich hätte sogar direkt den request body da reinstecken können. Mhm. Okay, so, das ist theoretisch. Okay, jetzt mal abgesehen davon, dass das Ganze völliger Blödsinn sein wird, weil das Ganze keinen Sinn macht, alles über die TR8 abzuspielen, aber es sollte ja trotzdem funktionieren. Ich mache einen Tunnel auf Port 3000. Bei mir. Ich schicke dir gleich die URL.
Yep. Dann starte ich einmal den lustigen Die URL Proxy. schickst du mir? Schickig habe ich nur noch nicht gemacht. Dann haben wir jetzt hier eine HTTP-basierte URL. Also wir nehmen mal die HTTP, nicht die HTTPS-Variante. Ich mache ein NPX TS Node App Songs, nee, App Remote habe ich es genannt. AppRemote.ts und trage da noch die URL ein. Auf dem Port 3. Ach so. Port 3000. Ach so, nee, das ist jetzt für dich Port 80. Ja, wollte gerade sagen. Das wird im Hintergrund dann auf meinen Port 3000 redirected. Ich führe mal aus. Ach, cannot find module lib MIDI remote synthesizer. Ach so, ich muss natürlich erstmal pullen. Ah, und das ist jetzt nicht möglich, weil ich natürlich Änderungen drin habe. So, jetzt aber nochmal. Hä, aber warum findet er das Module nicht? Gibt Pull. Okay, bereits aktuell. Daran wird es ja jetzt nicht scheitern, oder? Sollte eigentlich nicht, ja. Na, ich kann die App Remote nicht aufrufen, weil TS Node über ein Module not found. Soll ich kurz Die nochmal mit Sachen draufgucken? nicht. Ja. Er kann die Sachen nicht resolven. Wie führst du die App aus? Schickst mir mal den Befehl. Also ich mache npx Leerstelle ts minus node Leerstelle app Schrägstrich whatever. Also nochmal. Also NPX npx TS. ts node. Ja, genau so. Ja, sagt er mir das? Ah, ich weiß, glaube ich, den Fehler. Ne, ich weiß ihn doch nicht. Okay, geh mal bitte in die App Remote rein. Mach mal da bitte einen Punkt, den Pfad. Ist der richtig? Ach, das ist wieder, ja, das ist wieder dieses scheiß VS Code. Nein, das ist das großartige VS Code. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer noch verwende. Ah, guck mal. Oh, Ja, das okay. funktioniert jetzt nicht, weil ich gerade die Verbindung beendet hatte, Ah. weil ich die Adresse von dem HTTP-Service nicht leaken wollte. Ja. Das heißt, ich starte den Tunnel jetzt nochmal und schicke dir nochmal eine neue URL. Ha. Alles klar. Nebenbei, Mr. X-Cons, hi. Schön, dass du da bist. Wir sind kurz vorm Ende, Hi. aber es ist gerade der spannendste Augenblick, nämlich ob wir es schaffen, über das Internet Musik zu machen. Das ist genau der, nee, es ist nicht genau der gleiche Link. Die ID ist eine andere vorne. Ja. So, jetzt ist eingetragen. Ich führe aus. In Richtung. Es klappt. Das ist schön. Krass. Hey. Mic drop, auf Wiedersehen. Sau cool. Wow. Krass. Okay, ich beende. Du hast auch beendet, oder? Noch nicht, aber ja, mache ich jetzt. Wir Das haben auch ist. gerade das Rate-Limit von ngrok gekillt. Oh. Okay. 20 Connections per Minute. Please decrease your inbound connection volume. Also gut. Aber was Nice. unterm Strich, was heißt, der Beweis ist erbracht, das Ganze funktioniert remote übers Internet. Das ist richtig Jawohl. cool. Sau cool. Und Martin hatte eben noch gefragt, ist da jetzt quasi das Abstraktionsniveau Note überhaupt der richtige Level? Ich dachte eher an eine Notenfolge oder Takt als kleinster. Das ist ja jetzt auch, wie gesagt, gerade die super ultra quick and dirty Version gewesen. Einfach nur, weil wir das jetzt unbedingt noch machen wollten, dass es remote funktioniert. Aber das finde ich eine mega coole Ausgangsbasis fürs nächste Mal. Dann werden wir wahrscheinlich als erstes refactoren. Und dann, ja, mal gucken.
Aber das finde ich mega, dass das jetzt funktioniert. So cool. Um den Satz noch mal zu sagen, ich will uns nicht auf ein Podest stellen, aber ich finde, der Umbau heute, der ist richtig gut geworden. Ja, und das hat definitiv richtig Sinn gemacht. Aber es hat aber auch nur funktioniert, weil wir vorher schon 2-3 Stunden drüber gequatscht hatten und uns Gedanken gemacht hatten, wie man das Ganze denn vernünftig sozusagen aufhängen könnte. Und also ich bin sehr zufrieden heute. Ich auch. Bin begeistert. Vor allem, dass wir es jetzt noch hingerockt haben in, 25 Minuten. Ja, doch, also mega cool. Cool. Also echt gut. Also jetzt ist noch ein bisschen aufräumen, dass der Song noch ein bisschen lesbarer wieder wird und so. Und dann könnte man theoretisch endlich an die Tests gehen. Aber schauen wir mal. Also fürs nächste Mal gucken wir mal, was wir denn dann machen werden. Stichwort nächstes Mal. Frage fürs nächste Mal. Refactorn, mit welcher IDE geht das am besten? Ah. Das wäre übrigens ein sehr schöner Titel für ein Video. Fällt mir gerade so auf, so. Mit dieser IDE refactorst du am effizientesten oder so. Webstorm. Ja. Atom. Ja, wie auch immer. Stichwort nächstes Mal, genau. Wir haben es ja bis jetzt immer donnerstags gemacht, immer so ungefähr im 3-Wochen-Abstand. Jetzt ist es so, dass Donnerstag in 3 Wochen zeitlich bei uns nicht passt. Deswegen haben wir uns für einen etwas anderen Termin entschieden. Und zwar das nächste Mal ist am 3. November. Das ist in 4 Wochen. Und das ist ganz wichtig, das ist der Mittwoch. Das ist nicht der Donnerstag, aber wieder um 18 Uhr. Also, das heißt, wenn ihr wieder dabei sein wollt, knapp 4 Wochen, 3. November, 18 Uhr. Schreibt es euch in den Kalender oder sonst wie auf. Wir kündigen das auch wie jedes Mal ein paar Tage vorher dann auf Twitter an. Ihr werdet die Ankündigung auf YouTube sicherlich auch mitbekommen. Sei auch nochmal auf unseren Discord hingewiesen, wo das Ganze auch angekündigt wird und so. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Und ansonsten, auch wenn das jetzt heute 3,5 Stunden waren, ich finde es mega cool, dass so viele von euch da geblieben sind. Es hat riesig Spaß gemacht heute. Und also von daher vielen, vielen Dank an dich, David. Das war ein sehr cooles Zusammenspiel heute. Danke auch. Danke auch an alle ZuschauerInnen. War super mit euch. Ja. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und wir kommen demnächst an den Punkt, wo wir wirklich dann Musik gemeinsam machen können und wo wir eine UI dafür bauen können. Ja. Und dann, das werden wir nicht beim nächsten Mal haben, aber das ist so einer der Pläne für so die nähere Zukunft. Und dann haben wir vielleicht eine UI, die wir mal öffentlich im Internet zur Verfügung stellen können, wo wir tatsächlich gemeinsam alle was machen können. Oh ja. Und das, da bin ich auch sehr gespannt drauf und was da für lustiges Chaos bei rauskommt. Okay, ansonsten nochmal der Hinweis auf den Reactober. Das heißt, startend nächste Woche Mittwoch haben wir 6 Webinare für alle, die sich für React interessieren. Es gibt 3 Webinare zum Einstieg in React, 3 Webinare als Deep Dive zu React. Anmeldemöglichkeit hatte ich vorhin im Chat gepostet, findet sich auf unserer Webseite. Ich kann es aber auch gerade noch mal in den Chat einfach noch mal reinposten. Ja, und ansonsten freue ich mich drauf, euch dann bei einem der nächsten Videos wiederzusehen, im nächsten Livestream wiederzusehen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend und passt auf euch auf, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, schönen Abend. Ciao. Ciao.